Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Race im deutschen ALTTP Mini-Turnier. Wir spielen Swordless, Max Antolos gegen Teto, beide stehen 2-0. Es geht hier also nur um Seeding, beide sind weiter. Ich bin das Gangner, an meiner Seite ist Ravis. Hallo. Hallo. Ja, Top-Matchup hier, was wir haben. Beide stehen 2-0 und kämpfen hier um die bessere Position. Beide sind schon in den Top 16 sicher. Ja. Insofern vergleichsweise druckfrei, aber die Chance, dass man gegen einen vermeintlich Schwächeren spielt, ist dann, ja, ist vielleicht dann doch nochmal ein bisschen die Motivation. Und ansonsten hoffe ich, dass wir gute Execution sehen. Auf jeden Fall. Was hoffst du dir hier? Was hoffst du in GoMod? Lass mal vorher predicten. Boah, was hoffe ich als GoMod? Als GoMod irgendein Medaillon. Das finde ich immer ziemlich witzig. Medaillon oder Ice Rod. Ja. Das kann hier wirklich einen Ausschlag geben. Wir haben hier zwei sehr, sehr, sehr gute Runner, also die auf jeden Fall zur Spitze unserer Community hier gehören, würde ich behaupten. Und kurz noch einwerfen, Innovation macht heute den Tracker, vielen lieben Dank dafür. Und wir starten mit 50 Rupees. Genau. Beide auch mit dem Sank-Start. Haben also jetzt schon mal das Geld, um Bomben zu kaufen. Und haben noch keinen Map-Check bekommen. Okay, die Guards mit dem Arrow-Drop. Gibt es also keine Bomben zu holen. Ich glaube, Teto macht hier sogar den Lumberjack-Check. Ja, Teto geht hier für die Safety-Information quasi. Tree-Pulles sind auch neue Herzen. Und die Buschkappe. Pfeile. Auch nur Pfeile, na gut. Oh, da liegen ja gerade Bomben, sehr gut. Und ja, Lumberjack ist tot. War ein Herzcontainer. Ja, und die Bomben hier sind natürlich sehr schön. Es gibt nichts, was schlimmer ist, als hier nach Kakariko zu laufen und keine Bomben zu haben. Es fühlt sich nie gut an. Oh, und der Fire Rod. Ja, wobei man sagen muss, die beiden haben 50 Rubine. Also Bomben hätte man sich theoretisch auch kaufen können. Aber man will das Geld natürlich auch direkt behalten für den Bottle Vendor und potenziell Sora später. Ja. Da sind die Bomben natürlich herzlich willkommen. Interessant für mich, dass Teto hier für den Lumberjack-Check gegangen ist. Sehe ich selten bei ihm. Muss ich dazu sagen, vielleicht hat er sein Spiel ein bisschen geändert. Ich habe jetzt länger nichts mehr gesehen, aber so vor einem halben Jahr oder so habe ich das eher selten gesehen, dass so früh Lumberjack gecheckt wurde. Ja, kann einfach ein bisschen Metagame sein, dass er sich sagt, okay, den Check möchte ich heute nicht machen. Vielleicht macht Mark Santalus den gerne, zumindest nicht heute. Ja. Aber ja. Bisschen Cash und ein bisschen Liebe. Noch ein bisschen mehr Cash. Alles rot da unten. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt schon 150 Rubine sicher. Dann hier gibt es nochmal 30. Okay, hier gibt es ja nochmal 20. Dann schade, wir hatten fast ein Bingo, wenn dieser Herzcontainer nicht gewesen wäre. Ja. Erlaubt uns dann natürlich auch Bomben hinterher zu kaufen, wenn wir die ersten drei verbraucht haben. Und insofern Kakariko bis auf Sikit und ja, die Flötenaktivierung vielleicht schon mal mehr oder weniger abgeschlossen haben. So, hier muss doch jetzt mal was liegen. Ja, ein Boomerang. Red Meringue eigentlich finde ich ganz nice im Swordness, vor allem wenn man noch keinen Hammer hat, kann man sich ein paar Gegner stunnen. Ja, auch gerade noch 300 Rubine. Also Boomerang generell finde ich eines der Items, die kein Geld scheitert nicht. Also sagen wir mal so, Kakariko ist heute eher Liechtenstein. Es ist eher reich. Ja. Ich weiß nicht, da sieht es doch bei dir in der Schweiz, naja. Aber Boomerang, um das nochmal aufzugreifen, finde ich in Swordless sehr, sehr mächtig. Einfach nur, wir haben kein Schwert, wir können nicht überall durchdashen. Es ist eine kurze Animation, Gegner wird gestunt, zumindest je nachdem, welcher Gegner. Und, also, ja. Klassisch finde ich auch immer in Swordless zum Beispiel die Bridge in GT vor den Fackeln. Kannst halt nicht durchdashen ohne Schwert und Hookshot lässt sich halt länger stehen bleiben zum Stun. Dann den Boomerang nutzen. Man häufiger. So als Beispiel. Aber ansonsten Kakariko jetzt bisher echt nur mit Kohle. Ja. Wow, das ist echt, ich glaube, das ist hier so ein Steuerparadies. Ich habe das Gefühl, Thiefstone und Kakariko haben heute die Plätze getauscht. Hier wurde das ganze Geld verbuddelt und in der Dark World geht es dann richtig los.
Auch nur 20 Rubine. Übrigens, heute, das musst du selbst schon lachen. Wie viele Red Rupees, wow. Täter mit dem Es war alles rot, was wir gefunden haben in Kakariko, oder? Und Bomben einmal. Einmal Bomben und sonst war alles Pfeile, rot. 10 Pfeile. Oh, was, never mind. Es geht weiter mit dem Roten, da ist die Lampe in Lex Haus. Also beide Fire Sources schon. Fantastisch. Tito hat den Schlitten Bomben zu kaufen. Axanthalos nicht. Ich denke, das ist auch die Entscheidung deswegen für Hyrule Castle. Kriegt noch ein bisschen Magie, kann den Fire Rod nutzen, kann ein bisschen was mit Bomben machen. Tito könnte South Shore gehen, hätte große Anzahl an Bomben einfach. Vielleicht kriegen wir auch den Stun-Price gleich zu Gesicht. Ja, auch immer sehr praktisch im Swordless, wie ich finde. Die hätte man natürlich gerne vorher gehabt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Stun-Price und es ist Single Rupee. Wow. Ja, Hyrule heute steuerfrei irgendwie. Also auf jeden Fall, ja. Aber wenn alle reich sind, Ravis, wie reich ist man dann wirklich? Ja, ich meine, das Thema Inflation kennen wir ja schon, ohne das jetzt groß einzugreifen, aber selbst Zora, der wird wahrscheinlich mal wieder für ein Herzteil 500 Rubine verlangen, ich sehe es kommen. Ja. Aber schön, erstmal eine Divergence haben, gefällt mir. Ja, ich mag das auch. Wir wollen ja hier keinen zweimal geradlinigen Seed sehen, sondern ein bisschen Divergence, ein bisschen Spannung. Man kann ja jetzt auch schon mal ansprechen, also wir haben in diesem Turnier schon, sehr schönes Strat hier von Maxanthro, schön ausgeführt. Wir haben schon sehr viele Aga-Seeds gesehen. Vielleicht deswegen auch der Lumberjack-Check von Teto. Und wir haben bisher erst die Lampe dafür, aber uns fehlt trotzdem irgendwie die Progression. Ja, im Moment ist der Seed noch ein bisschen mau, was das angeht. Die Lampe hat uns quasi mehr oder weniger nur einen Check in Eastern in Logik gebracht und hier in Hyrule Castle. Ja. Da müsste noch was kommen. Das, was Maxanthalos hier macht, ist gerade noch nicht in Logik. Denn er hat noch nicht den Key. Der Key könnte im Dark Cross sein, aber... das war nicht geplant. Hat noch eine Bombe... Kriegt den Hookshot. Ein Hookshot, wow. Jetzt ist natürlich ärgerlich für ihn. Er wird ja gleich noch Dark Cross checken. Wenn da jetzt natürlich der Schlüssel ist, ohne Bomben, wäre natürlich schwer ärgerlich. Aber wenn der Schlüssel nicht da ist, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Glove irgendwo zur Verfügung. Denn das brauchen wir logisch, um dann den Hookshot zu bekommen. Ja, er ärgert sich auch hier. Lacht. Also, der Ärger ist im Lachen versteckt. Du nutzt sogar das letzte bisschen Magie. Ich dachte, das spart er sich vielleicht auch. Da hätte ich die Tapfer genommen, glaube ich. Aber. Okay. Geht nicht für Dark Cross, okay. Hat halt keine Bombe und will das Risiko nicht eingehen. Also sieht man auch die kleine Entscheidung von Teto, sich dann doch die Bomben zu kaufen. Das Geld hatten sie. Und kriegt ja sogar die Full Magic. Ja, ohne den Fauxpas da bei dem Guard wäre es sich auch ausgegangen. Aber man muss immer mal damit rechnen, dass sowas daneben gehen kann. Ja, und das war auch der erste Magic. Green Pendant in Hera und zwei normale Crystals in Eastern und in Desert. Ja, Maxanthalos hat mit dem Hookshot natürlich die Möglichkeit, Mini Muldam Cave nochmal ein bisschen einfacher zu machen, aber Teto hat mit der Full Magic natürlich auch gute Ressourcen bekommen, um den letzten da fertig zu machen. Ja. Maxanthalos hat sich jetzt die Bomben geholt, natürlich, will hier Richtung Zahashrala. Ja, ich glaube, weil er jetzt nicht zurückgehen wollte, ne, ist jetzt schon ein bisschen, ist eine Entscheidung, weil er halt Bomben gekauft wollte, nicht saven quitten, geht jetzt erstmal in die Eastern-Richtung. Schon, wenn Teto hier einen Bogen findet in Ice Rod Cave, dann kann das schon Big Play am Anfang sein. Ja. Oh, da sind ja schon. Okay, damit ist jetzt auf jeden Fall in Logik, was er geholt hat, also der Hookshot in diesem Moment. Und das Bomboss war auch da. Ja, und mit der Lampe in der Hand haben wir den kompletten Mountain natürlich offen, auf Hera. Ja. Und wird hier aber sicherlich erstmal hinten reindroppen. Genau. Er hat aber keine... Ja?
Ja, nee, er hat noch keine Map gefunden, keinen Key, also. Genau. 50-50 Chance, dass er eventuell Darkross auch gar nicht checken muss. Ja. Teto jetzt dann auf dem Weg auch nach Hyrule Castle wird den Hookshot kriegen. Ist der Hammer. Und also wir haben. Nice. Merkt er? Ja, hat er dran gedacht, ja, sehr schön. Grundsätzlich haben wir jetzt Dark World Access, wir haben nur keine Moon Pearl. Also, wir kommen schon mal in die Dark World. Also, ich bin auch gespannt, wie die Runner jetzt den Mountain angehen, denn von Teto wissen wir natürlich, dass er gerne Hera Basements gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie Mark Santalos jetzt gerade dazu steht. Aber wenn wir die Moon Pearl Early bekommen, könnten wir da schon eine Vorentscheidung sehen, sollten sich eine oder zwei Runner für eine der Varianten entscheiden, Hera Basement zu skippen oder halt eben nicht zu skippen. Ja. So, aber da war auch der Lumberjack Check von Maxanthalos. Und der geht dann jetzt den Mountain hoch. Bisschen effizienter vom Checken hier, als Teto am Anfang den Check gemacht hat auf Lumberjack. Weil ja, er jetzt eben den Mountain hochgehen kann und Teto wird dafür nochmal extra Saving quitten müssen. Ist halt gut, wenn man auf diese Art und Weise den Mountain-Zugang hat, also mit der Flöte auf den Berg kommt, dann ist dieser Check erstmal weit weg, bis man da vielleicht Bumper Cave checkt oder so mit dem Mirror. Ja. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was außerhalb des Mountains. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Mountain die Antwort ist. Ja, klar. Es liegt aber jetzt nahe mit dem, was wir gefunden haben. Erstmal so. Nochmal mit der Bomben-Refill, den man gerne früher gehabt hätte. Ja. War jetzt aber nicht das Schlimmste, was ihm passieren konnte, dann mit dem Hammer und den Handschuhen, die er gefunden hat. Und interessanterweise hat ihm das am Ende sogar Time gesaved, denn er ist Bomben kaufen gegangen, hat sich die Gloves geholt und war nie bei Darkross, während Teto vermutlich Darkross checken wird, denn er weiß ja nicht, ob sein Hookshot in Logik ist oder nicht. Ja, er nimmt hier schon den Damage. Und entweder findet er einen Key, ich glaube, dann wäre das ungefähr gleich schnell, aber wenn er nur die Map findet, dann hat Teto da tatsächlich ein bisschen Zeit verloren. Unglücklicherweise. Ja. So, was ist der Paradox Cave hier für uns? Die ersten zwei Checks waren erstmal unnötig. Da gab es die Geschichte mit Mark Santalos und diesen Mini-Moldoms hier. Er hat den diesmal aber recht fix bekommen. Einmal gestruggelt. Ja. Wow, nichts in Paradox Cave, nichts in Kakariko. Bah. Da willst du aber schnell nach Village of Outcasts tatsächlich mit der Checkdichte. Ja, und also es kann immer noch sein, wir haben auch schon logischen und auf Tetos Seite ist die Map. Karte. War Worst Case, aber wir haben noch die Chance auf ein Agassiz. Wir haben die Lampe und wir haben einen Hammer, also ja. Alles möglich in der Richtung. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, Teto jetzt auch auf dem Weg zu Sascha. Denke, wird dann auch klar Save and Quit machen. Ja, mit dem Handschuh denke ich auf jeden Fall. Er weiß, dass da noch zwei Items für ihn liegen in Back of Escape. Ja, und wichtig ist ja auch, dass er Mountain Access schon mit genau, dem Block bekommt genau. Und sich nicht gezwungen fühlt, Eastern zu dippen. Genau. Boah, der gesagt, Berg ist echt tot. Und auch Mark Santalos, das ganz interessant, hat das hier vor Hera gemacht. Suggeriert mir, dass er vorhat, solange er keine Moon Pearl findet, dass er auch bis Hera Basement gehen wird. Mhm. Und da kann ich Teto sehen, dass er nichts bei Spiral Cave macht und vielleicht Hera Basement auslässt. Aber mal gucken. Ich meine, es ist nur Pen and Terror. Vielleicht findet man die Moon Pearl sofort und dann ist man da raus. Peter kriegt dann jetzt ja auch gleich seinen Hammer.
Und Teto denkt auch dran, die letzte Kiste ist nur der Clean. So, was hat Hera für uns? Erstmal den Kompass. Wissen wir wenigstens, welcher Boss hier ist? Haha. Wissen wir zumindest auch, in welchem Raum er ist. True, true. Den Biggie, okay. Ja, der Minion Muldon da. Der ist unangenehm. Wildes neues Setup hier, hm? Ein halbes Herz, aber es sind Gott sei Dank Feen jetzt hier. Vergiss auch nicht, den Switch erstmal zu betätigen, denn wir haben keine Boots. Ist ein Fehler, den ich oft gemacht habe, als ich noch ganz neu in Rando war. Jedes Mal vergessen und dann, ach, ich kann hier gar nicht rüberbonken. Aber ich glaube, den Fehler macht man so 2-3 Mal in seiner am Anfang der Karriere und dann hat man es auch begriffen. Weil da ganz runter zu droppen, das schmerzt. Aber ein Item haben wir schon mal raus. Ich glaube, es war erst eins, richtig? War die Flasche und sonst noch nicht? Moldom jetzt auch down, damit das Green Panel für Max Hunterlos. Und das war ein Item, die Moon Pearl. Das ist ja. Ui, French Vanilla. Ja, ein Check zu spät quasi. Jetzt. Oh ja, und Max Hunterlos. Oh, ich verstehe. Er hatte noch gar nicht hier oben den Check gemacht, sondern macht den jetzt. Deswegen hat er Sparrowcave zuerst gemacht. Ich verstehe. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Mit das Quake jetzt sehe, denkt sich, okay. Hol ich mir ab, wenn ich's brauch. Puh, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein großer Fan davon bin, aber das muss er selbst wissen. Ich meine, wenn er das Race hier mit 15 Sekunden gewinnt und das Quake nie brauchte, hat er alles richtig gemacht. Dann hat er alles richtig gemacht, ja. Nur um festzuhalten, das war die 17. Minute. Noch keinen Dark World Check gesehen. Ja, der kommt jetzt aber. Nach Halbcave sicherlich. Beide auch einen relativ späten Light World Check erst gemacht. Ja, das Ice Rod. Dann haben wir bestimmt Pendant Turtle Rock, oder? Aber Half Magic sehr angenehm in einem Swordless Seed. Gibst du uns? Jawohl. Pendant Turtle Rock, Pendant Pot und Red Crystals und Skullwoods und Thiefstone, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest. Skullwoods habe ich auch gesehen. Ja. TC konnte ich so schnell. Oh. Es ist nicht Meier, nicht Eis, meine ich. Also. Unser Tracker wird da schon aufpassen. Ja, und wir auf kriegen Fall. Notfalls von Teto ja auch nochmal einen. Gezeigt. Ja, wir sind immer noch auf Green Mail und mit zwei Herzen gibt's da noch. Okay. Caster's Blessing, I guess. Ja. Ja, gut. Lieber so als andersrum. So, Teto dann. Teto geht's deadrocked. Ja, Teto geht jetzt sofort nachher, hat noch Spiral Cave offen. Vielleicht entscheidet er sich mit der Moon Pearl einfach den Check übrig zu lassen, weil es ist schon ein weiter Weg ohne Boots zu Spiral Cave. Könnte ich mir vorstellen, dass er da sowas in der Richtung macht.
Ja, und ich meine, wir haben die Red Bomb offen. Also wir könnten theoretisch Seastorm und Skullwoods komplett in einem machen. Und ich denke, das ist das, was Mark Santolos auch vorhat. Und dann, ja. Das sollte das Play sein, vor allem, weil in Village of Outcasts auch so viele Checks liegen. Das ist schon nicht so doof. Wir haben ja jetzt durchaus ein bisschen Progression gefunden. Alles war sehr verstreut. Es gab jetzt nicht so High-Density Areas, aber dafür waren die klassischen Areas, wo gerne Progression liegt, echt leer. Ja, aber sonst eigentlich relativ linear, doch. Man musste überall hin, man musste in die Eastern Area, man musste am Ende auch nach Hyrule Castle, man musste, glaube ich, auch ins South Shore. South Shore hatte gar nichts. Aber ich meine, wie skippt man das? Also, das kannst du knicken. Ja, und dann halt auf die Moonpearl da oben, ne? South Shore hat Maxanthus auch noch gar nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht, weil er ist ja schon, er war ja schon in der Dark World drin. Unten. Ja, genau. Aber ich meine, bisher braucht er es auch nicht. Nee. Und Mark Santolos könnte sich noch dazu entscheiden, hinterher Zora zu machen. Er hat ja die Moonpearl. Das Geld sowieso. Das hatten wir ja schon sehr früh. Aber du weißt, wer reich ist, der gibt nicht gerne aus. Also. Ja gut, wenn da Stiefel sind, dann ich glaube, da wäre Mark Santolos durchaus bereit, Zora sämtliche Preise zu bezahlen. Kein 2K4, wie du angekündigt hast von Teto. Aber mit der Moonpearl fühlt man sich jetzt auch erstmal ganz confident, dass man das auch skippen kann, weil es hat sich die geöffnet. Gegebenenfalls ja, genau. Kommt man da eh nochmal mit Titans hoch und Mirror. Ja, und die Spiral Cave halt selbst dauert lange, der Weg von Herod dauert, da sind diese blöden Eichhörnchen im Weg oder wie auch immer die heißen. Die Dead Rocks. Boah, ich katze. Ja. Hat Tito hier auch, genau. Thiefstone und Skullwoods nochmal bestätigt. Tito wird dann sich gleich wahrscheinlich auch decken. Na klar, der Ice Rod kommt dann jetzt. Ich habe ja gerade gesehen, Turtle Rock ist Pendant. So, Achtung, 3, 2, 1, Tito, hol dir den Ice Rod. Oh, war jetzt eine Kiste. Ab in der dritten? Oh ne, in der zweiten. Aber meint. Okay, keine Reaktion. So, wir gehen bald zum ersten Crystal Boss hier auf Mark Santolos Seite. Ateto wird sich jetzt auch auf dem Weg in die Dark World machen. Was überrascht, dass er nicht erst zur Kiste unten hingeht, denn er braucht zwei Items. Oder hat zwei Items noch in dem Dungeon. Und mal davon abgesehen, dass man ein bisschen Screen Transitions mehr hat, wenn man nicht erst dahin geht, will er ja eigentlich nach Mortiola mit voller Energie raus. Und wenn er Deathrop hat, er nicht mal voller Energie hinterher, aber okay. Es ist kein großes Ding. Solange alles am Ende funktioniert, ist wunderbar. Was hatten wir in den Potions? Wir hatten eine Biene und das andere war es Blugu? Nee, das war eine Fairy, wenn ich mich recht entsinne. Ah, okay. Zweiter Hit sitzt, dritter auch. Ja. Fühler da auf der rechten Seite. Okay, hat. Aber ich meine, er hat eine Fairy. Ja. Ärgert sich, aber muss sich noch gar nicht so richtig ärgern. Alles gut. Ja, das kann schon mal passieren hier mit so wenig Herzen im Swordless. Ich find's persönlich auch nicht so schlimm, die Fairy zu verlieren, denn am Ende will er sich irgendwie noch eine Blue holen. Ja. Und dann ist es okay, wenn die Fairy ihren Zweck erfüllt. So, ja, man fühlt sich nicht gut. Und er möchte gleich auch Death Warpen. Also er hätte sie eh. Richtig. Also. Aber am Ende hätte er das noch vergessen und dann wäre revived worden. Also. Alles gut. Vielleicht ist er auch deswegen zum Boss gegangen, weil er die Fee noch hatte. Macht Sinn. Hab ich nicht dran gedacht. Denn dann, ansonsten hätte er zurücklaufen müssen. Oder halt die Fairy droppen müssen. Das ist der Big Key. Könnte sich gelohnt haben, auf jeden Fall mit der Bag anzufangen.
gibt ja genug Leute, die gucken erstmal in der Front. Ist doch nicht der Form. Hatten wir eigentlich ein Item auf Mofila? Ich hab da gar nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. Ich war so von dieser Fee begeistert. Nee, ich meine, da war nur die Map. Ich glaube, wir haben beide Items noch offen. Das Lachen von Max Antolas war ja da, als er hier den Bicky gezogen hat. Denn ich glaube, er hat Kompass, Map und Bicky jetzt aus Skywoods raus. Okay. Auf jeden Fall schön. Wir hatten hier am Anfang ein bisschen Divergenz und jetzt sind sie auf dem gleichen Pfad wieder unterwegs. Ja. Und es werden auch gleich beide CT machen, ganz sicher, zusammen mit Village of Outcasts. Oh, Max hat das zurückchillen. Bomb Jump. Sieht gut aus. Ich glaube, das erste Item. Ja. Wenn Teto jetzt auf dem Weg zu Morphula ist. Hat auch, glaube ich, seine Fairy freigelassen. Weil er war schon bei der Kiste. Oder ist er zurückgelaufen? Das habe ich jetzt eben nicht gesehen. Er ist zurückgelaufen. Okay. Na, der Hookshot will nicht durch. Da muss er noch ein Pixel näher. Ja. Oh, und das Buch. Das Buch ist jetzt natürlich wie immer interessant, ja. Also wir waren schon auf dem Berg. Bombers haben wir quasi jetzt ein bisschen isoliert. Desert ohne Boots auch immer eine Frage, ob man das machen möchte. Ja, viel schlimmer ist, dass das jetzt eigentlich Ether-Tablet freischaltet, denn da haben wir mal überhaupt keinen guten Weg hin. Wenn da jetzt zum Beispiel die Mids sind, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn beide Runner da als letztes hingehen, weil das ist ja ein unendlich weiter Weg. Ether ist das auf dem Berg, ja. Ja, klar. Genau, genau. Bombos Tablet kommen wir noch nicht dran, dafür brauchen wir einen Spiegel. Kommt der jetzt? Na gut, heute keine Karte. Nicht nochmal. So, beide mit dem ersten Crystal in den Händen. Genau, Teto wird dann nochmal die Front abchecken. Und Max Antolas hat jetzt hier die Village Area vor sich und Thieves Town. Und dann können wir gespannt sein, was passiert. Ob er erst die South Shore geht oder ob er vielleicht sofort zur Red Bomb geht. Bin etwas überrascht, dass er tatsächlich hier als erstes ist. Also einfach nur, du könntest gute Items noch in Mini Modem Cave haben, die dir den Trip hierhin quasi schneller machen oder verkürzen oder so. Ja. Aber es ist auch okay, also es ist nichts Schlechtes, es ist halt nur, ja, Mini Muldern Cave ist so einfach zu erreichen mit so vielen Items, inklusive des Dumps. So, was hat TT für uns? Bisher nichts von Interesse. Aber juicy ist natürlich dieser zweite Red Crystal. Genau, und potenziell haben wir auch die Chance, Desert fertig zu machen, sofern es denn nicht bootstocked ist. Wäre also auch schon Crystal Nummer 3, der in Frage käme. Und jetzt ist dann, hatte glaube ich nur ein Item, oder? Ein oder zwei? Es war maximal eins. Ja, dann ist es eins. Wir haben keinen Small Key, also können nicht alle vier Dungeon Items vorne gelegen haben. Also ich habe zumindest nur eins gesehen. Weiß schon gar nicht mehr, was das war. Das war ein Herzteil. Ja. Sag ich jetzt einfach. Ja, wahrscheinlich. So, Teto wird dann jetzt hier auch gleich sein Buch abholen. Und sich sicherlich auch dann nach Village aufmachen. Kurz um die Frage im Chat zu beantworten. Es sind beide schon weiter. Es geht hier jetzt für beide nur ums Seeding. Also Ehre ist auch dabei. Wollen wir nicht hier unterschlagen. Das sind ja, natürlich. Das Prestige-Duell hier auch.
Genau, beides gute Runner, die sich über mehrere Competitions auch schon bewiesen haben. Und man will das Race natürlich gewinnen. Auf jeden Fall. So, nochmal Geld. Also ich habe ja eigentlich vermutet, dass Village die ganzen Items hat, aber sieht so aus, als wäre da auch nur irgendwie ein laues Lüftchen. Ja, bisher alles so ein bisschen schon linear, aber in der Welt verstreut. Also wirklich, wie eben schon gesagt, nichts, was irgendwie High-Density-Progression hat oder so. Wir haben noch nicht so dieses, okay, wir haben jetzt 3-4 verschiedene Sachen offen, die man machen kann und die Reihenfolge entscheidet vielleicht, sondern das ist relativ klar gestrickt hier. Man geht Hype Cave, man geht nach links, okay, wir haben 2 Red Crystals da oben, lass die mal holen. Ja, Die einzige Divergenz, die wir noch immer haben, ist, dass Mark Santolis halt Mini Muldraum Cave nicht gemacht hat und die war auch von keiner Bedeutung. Ja. Und das ist auch in etwa hier der Vorsprung, in Anführungszeichen, den er gerade hat. Interessant, also vor allem bei so einem Race, wo wir es mit 2 sehr, sehr guten Runnern zu tun haben. Da kann das alles ausschlaggebend sein. Auf Magic und Blue Cane. Ich meine, mit dem Blue Cane haben wir auch eine Spy Cave wieder offen. Da könnte man also irgendwann doch nochmal nach Ether Tablet zurückkommen, aber man checkt nicht Spy Cave vor Ether Tablet und damit ist der lange Weg nach Ether Tablet wieder gegeben. Also auch dann wieder nicht so interessant. Wir haben noch einen Green Pendant offen. Ja, aber ich denke, beide werden erstmal die Red Bomb gleich spielen und von da aus kann ich vielleicht sehen, dass es ein bisschen Unterschiede gibt. Einer geht vielleicht nach Pot, der andere macht Overworld-Checks oder so. Ja, genau. Also Pen und Pot natürlich auch immer interessant. Genau. Solider Blindfight hier. Ich meine, mit dem Blue Cane ist jetzt nicht die hohe Kunst, aber jo, gibt auch Leute, die sind daran schon gescheitert. Nicht, dass ich glaube, dass Mark Santolos damals davon einer wäre. Nee, ich glaube auch nicht. Denn wenn du 2-0 stehst in dem Swordless Tournament, dann ist auf jeden Fall schon ein bisschen was auf dem Kasten. Und das Bugnet hier gefunden ist natürlich sehr nett für den Aga 2 Fight später im Swordless. So, Max, das, wo geht's denn? Das sieht nach Red Bomb aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einer der Seite geht gleich, wenn wir jetzt nichts bei der Red Bomb finden sollten, aber ansonsten, ja, so langsam sind die Optionen alle nicht so wunderbar. Aber es riecht förmlich danach, dass hier was bei der Pyramid Fairy ist, einfach weil wir diese Easy Red Crystals bekommen haben und sonst gar nichts in der Dark World. Ja. Könnten vielleicht die guten Mits kommen oder so. Ja, du kannst ja vor allem auch die Pyramide direkt mitnehmen, vielleicht Catfish oder du entscheidest dich doch direkt für Pot. Irgendwie sowas. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt hier den Mirror finden, dann vielleicht tatsächlich Richtung Pot, weil man dann auch das Green Pendant abgeben kann in Eastern. Vorsicht, das ist ein bisschen, Max Hand. Die Hinoxen machen auch auf Blue Mail noch gut Schaden. Ist da böse umgerempelt worden. Die sehen auch ein bisschen aus wie Footballspieler, muss man sagen. Ja, sie laufen auch so rein wie einer. Ja. Oh, was sagt da? Das war eine Bottle mit einer Biene. Ah, eine Bottle. Okay. Währenddessen Teto jetzt auf dem Rückweg wird dann blind in den Spotlight bringen. Da ist der Kane. Also mal. Ja. Ich meine, nett zu haben, aber ohne Mits. Na gut. Aber mit Titans Mits, mein lieber Freund, das riecht ja fast schon stark nach Turtle Rock. Ja. Und für beide Runner auch schwieriges Ereignis, denn Pedestal checken, wir haben schon Skywoods gesehen, jetzt gibt es nicht mehr so den Grund. Und dann ist es halt auch nur noch ein Bogen, der theoretisch dafür fehlt. Und wir hatten ja gestern schon Pedestal Seed. Und ehrlich gesagt, wenn du schon so 2 gute Runner hast, dann finde ich so ein Seed auch gar nicht so schlecht.
denn dann heißt das mehr Gameplay und mehr Execution. Auf jeden Fall, ja. Mehr Spaß. Aber mal schauen, also Kane war auf jeden Fall ein gutes Item. Vor allem, so ein Item sieht man ja gerne, wenn es nichts freischaltet, denn dann muss man es später nicht mehr suchen. Oh no! Er hat eine Fee, hat eine Fee aus der Pyramid gezogen. Also, nevermind. Okay. Aber, oh Gott. Oh. Das ist aber trotzdem alles, das kostet alles Zeit, ja. Und wir haben schon drüber gesprochen, also hier kann es um Sekunden. In Sekunden können das Racy entscheiden zwischen den beiden. Aber gut, dass er da die Bottle aufgefüllt hat. Auf jeden Fall, ich habe das gar nicht mitbekommen. So, Catfish, hast du was für uns? Nee. Nimm's doch mit. Du hast 6 Herzen, mein Freund. Ja. Du bist gerade gestorben. Ja, wow. Ist okay, will die Zeit gut machen, wie die Fairy gebraucht hat. Das heißt. Gib dem Mann ein Powder. Jetzt geht's aber zum Minimodern Cave, denke ich. Ja, ich denke auch. Und ich denke, da sehen wir auch den Fake Flipper dann, weil er wird schwer verwundert sein, dass der gar nichts ist. Ja. Wird sich wahrscheinlich fragen, was er hier vielleicht die letzten 30 Minuten vermisst hat. Und wird merken, ja, eigentlich gar nichts. Oh, Teto hat doch kein Digging-Game gemacht. Nee, er hat diese ganze Route unten nicht gemacht. Das hat er von Maxantulus vorher gemacht. Macht auch Sinn. Ich meine, mit den Crystals wusste er, kommt da vorbei und wird dann die Red Bomb hinterher spielen. Und wird dann auch mit dem Kane auf Somaria belohnt. Beide jetzt auf 7 Herzen. Oh, kein Fake Flipper. Und auch kein Icefall Cave. Geht Richtung Desert. Interessant. Ist ein Crystal, den er potenziell abschließen könnte. Ich hätte ihn trotzdem, glaube ich, lieber Richtung Icefall Cave und Zora sehen gehen. Ich hätte es eh gemacht. Also ich bin sowieso, glaube ich, eh dafür bekannt, dass ich Icefall Cave gerne checke. Auch wenn es ein langer Weg ist, aber es ist immer so ein Check, den viele dann lange liegen lassen. Zu Recht auch. Aber ja, hat einem mal Glück gebracht, deswegen, ich bin da großer Believer. Da hat, glaube ich, jeder so seine Location. Ja, vor allem hat Maxanthalus ja gemerkt, dass er die Moonpill hatte, bevor er South Shore war. Und er muss davon ausgehen, dass sein Gegner das nicht hatte. Ja. Insofern keinen guten Fake Flipper machen konnte. Und da wäre die Chance, da ein Play zu machen, was einem gut weiterhilft. Aber ich finde es legitim, auch einfach in Logik zu bleiben und die Dinge abzuchecken. So, Ice Rod Cave ist jetzt tatsächlich erstmal sehr weit weg. Ähnlich weit weg wie das Ether Tablet. Ja. Maxanthus ist aber hier mit ein paar Checks in Front. Ich glaube, Teto hat jetzt nichts mehr, was er noch nicht hat. Ja, Ice Rod Cave halt, ne? Ist Teto durch? Ja, Teto ist durchgegangen, stimmt. Teto ist komplett dran, genau. Und halt potenziell, Catfish hat er ja gemacht. Ne, Moment, hat er die Fairy gehabt. Teto hier mit dem Kane. Wirft die Fee weg, um eine neue Fee zu bekommen. Auch nur 20 Rubine hier. Muss auch selbst schmunzeln. Ja, aber ich verstehe das Desert Play jetzt an dieser Stelle. Also wie gesagt, er kann potenziell, wenn es nicht bootslocked ist, den anderen beenden. Oh, und ich glaube, Teto, ja, macht sich auf den Weg nach Pot. Denn er ist schon so verdächtig nach unten gelaufen. Ja, das ist die Divergence, die wir vielleicht gewollt haben. Ja. Ich hoffe ja bei sowas immer, dass beide Runner irgendwie was finden. Ja, same. Oder beide gar nichts und es ist dann tatsächlich Ether-Tablet. Wir sind aber erstmal nicht bootslocked. Mal schauen, ob wir den großen Schlüssel da auf der rechten Seite bekommen können. Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Das ist die Map. Jetzt haben wir eine 50-50 Chance. Ja, stimmt. Kriegen aber den Big Key, okay. Kann aber immer noch sein, dass was auf der Torch liegen bleiben muss.
Auf jeden Fall, aber dann wissen wir zumindest, dass da was liegt. So ist es. Und Teto hat natürlich das Quake auch, von dem Max Antunes aber auch weiß, wo es liegt. Das ist noch so eine Sache. Ja. Ich habe mit Max Antunes vielleicht sogar drei Checks deswegen auf dem Mountain. Also da wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Kannst du das Ether-Tablet checken? Ja, holst das nur Quake. Ein Herzteil. Also Max Antunes holt sich jetzt hier gleich seinen dritten Crystal. So ist es. Und, Und die ganz Vanilla! Oh. Naja, gut, das ist. Also nicht ganz Vanilla, aber das, da wir progressive Handschuhe haben, ja. Das war schon Vanilla-Handschuh, kann man sagen. Ja. Ja, also das Buch aus Skullwoods. Und der Max hat das realisiert. Ich kann ja auch später wiederkommen, wenn ich Maya mache. Denn beide Items sind raus. Flöte kriegen wir auf jeden Fall. Spiegel kriegen wir auch auf jeden Fall. Und ein Red Crystal ist es halt auch nicht. Von daher, wusch, hat er schon beide. Ja, und jetzt checkt er natürlich den Mountain aus. Und da wird es dann spannend zu sehen sein, ob er nach Turtle Rock rein kann. Denn das könnte jetzt Zeit kosten, wenn das jetzt Quake Locked ist. Auf jeden Fall. Es sei denn, er findet den Mirror auf dem Weg. Aber auch dann. Dann muss er nochmal zurücklaufen, Quake holen und wieder zurück nach Turtle Rock. Das stimmt, ja. Aber es wäre der beste Worst Case. Sagen wir es mal so. Yeah. Na ja, gut, Teto zeigt uns jetzt erstmal hier, was auf der Bolog-Zeit in Pot ist. Oh. Okay, hat einen Red Goo. So weit hinten muss sie jetzt nicht stehen, aber solange es funktioniert. Holt er sich jetzt erst Quake und hookshottet sich dann wieder rüber? Könnte sein, ja. Wäre, glaube ich, sogar ein bisschen smarter tatsächlich. Also. Ja, dann sollte er vielleicht auch gerade Spike Cave machen. Ohne ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch immer noch keinen Green Pennant Check gesehen. Nope. Das haben wir ja auch schon seit 20 Minuten oder so. Er holt sich nicht Spike Cave, er holt sich auch nicht das Quake. Oh boy. Wenn ich das mache, da ist bei mir Quake automatisch. Auf jeden Fall safe. Ja. Das ändert sich magisch, wenn es nötig ist. Ja, da wird einfach die ROM umgeschrieben. Bei beiden natürlich. Okay, aber vielleicht bleibt ihm das erspart und es ist einfach Bombus oder halt Ether. Es ist der Bombus. Wow. Er fasst sich auch an den Kopf. Er kann es gar nicht fassen. Wow. Ah, diese Facecams. Ich bin ein bisschen... Es ist nur schön, dass wir das jetzt haben. Big Gaming Live hatte damit angefangen, ne? War das nicht so? Womit? Mit den Facecams im Stream, ich glaube, das war Speed Gaming Live. Ich glaube, ja. Ja. War auf jeden Fall schöne Ergänzung. Dadurch, dass das Live-Event ja ausgefallen ist, wollte man es so live wie möglich machen. Ja. Das Ergebnis sieht man. Ich glaube, das, was man am häufigsten sieht in diesen Streams der Races, ist wirklich immer ein Facepalm. Ja, oder fragende Gesichter nach dem Motto, wo gehe ich als Nächstes hin, wo könnte meine Progression sein, was hat mein Gegner gemacht. Teto ist auch fleißig am Informationen verteilen, sieht man richtig, wie er seinen Gedanken buchstäblich freien Lauf lässt. Das macht er ja gerne, ja. Aber bisher hat Pot auch nicht mit Master Bogen, das ist jetzt sehr gut für Max Antolos. Aber das ist eine schwierige Entscheidung jetzt, was macht er? Weil seine Option mit dem Bogen wäre ja theoretisch eher Pot als Eastern. Ja, Eastern ist zwar offen, aber das würde. Es sind drei Items, aber es sind fünf in Pot und es sind sechs in Turtle Rock. Ja. Das ist eine schwierige Entscheidung. Vor allem öffnet das jetzt halt auch Pedestal. Und Teto, wenn er denn vorhat. Ich meine, er hat keinen Bogen. Er kann Pot nicht fertig machen. Ich weiß aber nicht, ob wir beide Dungeon-Items gesehen haben. Könnte unser Tracker vielleicht aushelfen oder der Chat.
Oh boy, das hier sind schwierige Entscheidungen zu machen. Selbst wenn er jetzt hier early, wenn er jetzt hier Flippers findet, gehst du raus, bleibst du drin. Er hat halt zwei Fetch Quests rausgezogen, ne? Mit Schaufel und Pilz. Das ist wahr. Wenn das deine Progression ist, die du aus Pot ziehst, aus Pendant Pot ohne Bogen. Mach doch erstmal den Mushroom her. Ja. Mein Fetch kriegt einen zweiten Bogen, aber wäre ja auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir erstmal die erste Kiste in Turtle Rock, hatte einen Smoky. Gucken, was die zweite bringt. Es riecht wirklich danach, das, was in Turtle Rock ist. Wir haben ja alles für Turtle Rock, außer Mirror. Ja. Was auch noch spannend werden kann, denn wenn der Mirror jetzt hier irgendwie auf Trinex ist, dann haben wir plötzlich eine Mimic Cave offen, die da so rumsteht. Und da will auch keiner hin. Nee. Mateto hat auch den Hard Reset gemacht, will sich also den Mushroom für den Fake Powder auch bewahren. Hat ja, gibt auch Sinn, so wie er es gespielt hat. Ja. Er hat auch direkt historisch gute Erfahrungen damit gemacht. Das stimmt, ja. Er wird ja auch nicht müde, das zu betonen. Und für alle, die nicht wissen, von was wir reden, es gab mal ein Main Tournament Race vor 2 Jahren, wo Teto das Play gemacht hat und sein Fire Rod vor seinen Mids gefunden hat. Alexander los. Aua, diese Change-Ups. Aber die Animation kennen wir ja mittlerweile. Ist meine beste Freundin heute, diese Fee. Wow. Und die Schaufel hat leider auch nichts gehabt. Aber um das kurz fertig zu machen, Teto hat dann mit dem Fake Powder das Big Play gemacht und das eigentliche Powder war dann im Mimic Cave für den Fire Rod. Also das war crazy. Ja, Teto scheint dann jetzt ja auch den Weg Richtung Desert zu machen, wird sich dann seine Mids abholen. Und für ihn ist es leichter, nach Turtle Rock zu gehen, denn er war ja schon in Pot. Ja. Aber die Frage wird auch sein, wird Mark Santholos zum Beispiel Trinex machen, sofern Trinex kein Item hat? Weil ich denke, wenn er nichts findet und Trinex hat ein Item, macht er den. Aber Ich würde es machen, es kann halt immer noch Mirror oder auch Flippers drauf liegen, ja. Es kann auch noch Aether für Meyer sein. Es kann auch das Aether sein, es sind halt 4 Items jetzt gerade, die da für ihn liegen könnten, die wichtig sind. Flöte auch, also 5 sogar. Würde ich, glaube ich, tatsächlich schon machen. Also man ist dann schon dort. Der Weg zu Trinex ist elendig lang. Soweit ist auch schwierig abzuschätzen, wer denn jetzt hier eigentlich gerade vorne liegt. Denn Mark Santolos hat die Mids früher gehabt als Teto, aber es ist definitiv eine realistische Vermutung, dass Mark Santolos auch noch nach Pot gehen wird. Mhm. Denn bisher hat er jetzt zumindest noch nichts gefunden. Und dann haben wir natürlich noch Eastern offen. Da sind natürlich auch 3 gute Items. Stell dir mal vor, da ist ein Spiegel drin. Uiuiui, wie fühlen die beiden sich dann? Furchtbar. Dann haben wir einen Small Key in der Big Chest. Mimic Cave AD, zumindest mal für jetzt. Ja, wenn er nämlich jetzt gleich den Mirror findet, also ich denke, wenn er den gleich findet, wird er direkt zurück Mirror und noch Mimic Cave mitnehmen, aber ansonsten. Würdest du dann noch Trinex machen danach? Ich glaube, also wenn jetzt der Mirror hier liegt, ja. Und wenn er. Dann glaube ich nicht, nee, das ist mir zu lang. Der Spiegel öffnet jetzt auch nicht die super vielen Sachen im Moment ohne Flippers. Nee, aber er hat ja auch noch Eastern offen und für ihn auch Pot komplett abschließbar. Weißt du, was ich spicy finden würde? Wenn ja. Teto sich entscheiden würde, vielleicht einfach Ice Palace zu Fake Flippen. Mal zu gucken, ob da schon was auf dem Weg liegt, ist ja eh näher. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen sogar. Sieht jetzt hier seine Mids. Wäre ein Teto-Play. Irgendwie. Ja. Mein 3 einfache Items, aber letztlich, ja. Mal schauen. So, wir sind auf der Laser Bridge angekommen. Juicy Items! Ja oder nein? Na gut, der musste kommen. Nur ein Herzcontainer. Oh, der Herzcontainer, ja. Da und ist der Mirror. Spiegel. Und jetzt ist wirklich die Frage, holt er sich in Mimic Cave oder geht er direkt zu Trinex? Was haben wir an Maps und Kompasses gesehen? Oh, Kompass ist auf dem Boss.
Okay, also da wird er nicht zurückgehen für, glaube ich, nicht dran. Nee, glaube ich auch nicht. Und das ist genau das, was ich meine. Also wenn die jetzt auf dem Laserbridge liegt, dann würde ich auch mit McCabe holen. Aber Trinex wird jetzt liegen gelassen. Ah, da aber. Uiuiui. Aber da, wir haben so viel Geld hier überall rumliegen, das gibt's doch gar nicht. Wow, ey. Was machst du jetzt mit dem Spiel? Guter Fund, aber... Ich glaube, Gannon hat seinen Bausparvertrag auszahlen lassen und in Kakariko oder in Hyrule verteilt. Das... Ich denke, Maxanthalos geht hier Pot Eastern machen. Mit dem Spiegel hat er zumindest die Möglichkeit, sich da einen kleinen Timesave rauszuholen, wenn sein Gegner das nicht auch gemacht hat. Und sein Gegner hat das nicht gemacht. Nee. Sein Gegner hat auch das Green Pendant noch nicht abgegeben. Das kriegt er natürlich jetzt auch noch auf den Weg hin. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Genau. Wobei ich auch glaube, dass Teto nicht lange warten wird, um seinen Mountain-Kram zu machen, denn da hat er ja auch noch Hookshot Cave und alles andere. Ich fühle da mit Max Anthelos, der schüttelt da den Kopf. Das fühlt sich alles nicht richtig an, das fühlt sich alles nicht gut an. Es war unmöglich, quasi Pedestal zu checken und du hättest das in diesem Seed wirklich gewollt, weil wirklich die Optionen werden geringer und geringer. Und wir wissen, dass, glaube ich, in Pot auch der Boss noch einen Kompass hat oder so. Und der Spiegel selbst gibt uns auch, glaube ich, nur 2 Checks, plus die Smith-Chain ist dadurch ein bisschen leichter zu machen. Ja, ich sag mal so, aber wenn ich jetzt mal Xanthalos wäre in diesem Race, ja, ich hätte mich, glaube ich, genauso entschieden, zu sagen, ich mach Trinex jetzt nicht. Wenn ich aber ich wäre in diesem Race und ich würde gegen Teto racen und ich weiß, Teto ist stärker als ich, dann wäre ich dieses Gamble eingegangen. Dann hätte ich Trinex gelegt und hätte gesagt, okay, vielleicht was auf dem Pot, weil das wäre meine Win-Condition irgendwo. Aber wir haben ja, wir haben es schon häufiger erwähnt, 2 sehr gute Runner, die auf jeden Fall auf sehr gutem Niveau runnen und ja, da musst du nicht zwingend dieses Gamble eingehen. Ich denke, er wird doch erstmal Pot dippen. Nee, mach doch erst Eastern, okay. Ja, und Teto wird jetzt gleich seinen Bogen hier bekommen. Ich denke auch, dass er in Turtle Rock reingehen wird. Er war schon in Pot. Und dann ist die Frage, wo geht's denn als nächstes hin? Ja, aber. Ich verstehe die Entscheidung, jetzt die Eastern zu machen, weil Maxanthalos hat potenziell nur noch 2 Items für Gormod. Natürlich könnte Medaillen zählen oder auch die Boots für DT. Aber was wir sicher wissen, ist, dass wir hier die Flippers benötigen und die Flöte. Und beides könnte in Eastern liegen. Das ist schon richtig, stimmt schon. Und Quake könnte auch noch benötigt sein. Quake, das, wir wissen, wo es ist, ja. Genau, aber das kann noch mal eine Rolle spielen. So, Teto scheint da ein bisschen unzufrieden zu sein, dass er nicht so richtig was findet, aber er ist kurz davor, zumindest mal seinen Bogen zu bekommen. Aber er wird sich ärgern, den hier liegen lassen zu haben. Durch seinen Pot-Tipp. Dann gleich mal auf die Reaktion schauen. Okay, nichts. Er muss noch ein bisschen konzentriert bleiben, damit er die restlichen Checks hier macht und dann wird es wahrscheinlich eine Analyse seinerseits geben. Kriegt die nächste Bottle mit Faye, by the way. Ja, wir haben alle raus. Die Pyramide haben beide liegen lassen. Und dann geht's nach Turtle Rock. Und dann wird er auch den Spiegel kriegen. Aber für ihn ist es dann wieder einfacher zu sagen, nee, Trinex mach ich nicht. Ich war schon in Pot drin, ich hab den Boss nicht machen können. Haben wir alle Items aus Eastern raus? Jetzt nach der Big Chess geht Maxanthalos direkt. Ich war so fokussiert auf Tetos Reaktion, dass ich da gar nicht aufgepasst hab. Aus der Big Chess hat er einen Herzcontainer geholt. Ja, das erste war auch ein Herzteil, glaube ich, oder was auch immer. Das habe ich auch gesehen, aber alle raus. Okay, vielen Dank, Innovation. Shoutouts an unseren Tracker wieder hier. Wie immer die Unsung Heroes. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fände auch immer noch einen Fake Flipper in Eis nicht so schlecht.
Denn ja, Flippers könnten Go-Mode sein, man könnte sich ein bisschen Zeit sparen. Aber Eis geht trotzdem relativ fix mit dem Somari, ja? Erstens das und leider den Quickel leider Quickle, nicht ganz hinbekommen, ja. Aber ist auch nicht so wild. Die Flöte zu haben, würde einen zur Flötenaktivierung helfen. Und dann hätte man zumindest die Chance, auch die ganze Smith-Chain schneller zu machen. Und wenn ich die Flippers als erstes finde, gehe ich sowieso die Ice-Checks oder beziehungsweise die Flipper-Checks machen. Mhm. Aber wie man es macht, ist wahrscheinlich falsch am Ende. Das haben wir auch schon beim Quake gesagt vor Turtle Rock. Ja. Apropos, da ist jetzt auch Teto drin. Wird sich also gleich auch sein Mirror abholen. Max Hunter ist jetzt mit dem Potplay. Er hat natürlich den Vorteil, er hat den Mirror hier. Das geht alles ein bisschen fixer und angenehmer. Und auch mit dem Bogen muss nicht Bottle glitchen. Er hat auf jeden Fall dadurch ein paar automatische Timesaves für sich, der für den Dip. Und das kann am Ende ausschlaggebend sein. Währenddessen die beiden Runner jetzt quasi in den Fußstapfen des jeweils anderen rumstapfen. Auch nochmal ein Shoutout an Kato, der das hier restreamt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Kato hat hier die Technik gemacht. Oder macht die Technik, oder? Shoutouts auch mal nebenbei an den Chat. Sehr, sehr aktiv heute. Gefällt mir gut. Auf jeden Fall auch für die Uhrzeit sehr, sehr viele Zuschauer, muss man sagen. Und bei so einem Duell kann ich nachvollziehen, dass man sich das angucken möchte. Ja, können auch schon mal an der Stelle hinweisen, weil wir ja gerade keine neuen Checks bekommen, dass gleich noch ein weiteres Race startet, leider glaube ich nicht übertragen wird. Aber um 19 Uhr, also wenn wir hier fertig sind, geht es auch direkt weiter mit Saber gegen Ozora. Das nur schon mal als kleiner Preview. Da geht es glaube ich auch noch um die Wurst. Und direkt im Anschluss tatsächlich, beziehungsweise auch währenddessen um 20 Uhr Speedgaming Deutsch 2, Calamarino gegen Ryan Tank hier. Da fehlen noch zwei Kommentatoren, also wenn jemand Bock hat, da zu kommentieren, gerne anmelden. Im Discord gibt's alle Informationen dazu. Link sollte im Chat stehen, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Oder der Bot nicht funktioniert. Ah, da kommt's. Ja, Max Santos kann ja jetzt echt wunderbar Pottrouten mit dem Bogen und dem da war aber schon mal die Karte. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir den Kompass noch irgendwo finden. Denn da könnte noch ein Item auf Helmer sein. Ich hatte vorhin nicht fest aufgepasst. Ich weiß, dass die letzten beiden Checks im Dark Cross Items waren. In der Big Chest war der Kompass. Okay. Der Nee, da war ein Herzteil, meine ich. Ich bin relativ sicher, dass da ein Herzteil war. Ich hab keinen blassen Schimmer mehr. Aufmerksamkeitsspanne. Da ist der Kompass. Okay, also wir haben noch ein Item auf Helmer. Yep. Oh boy. Matetok wird jetzt gleich ein Grinsen bekommen, wenn er den Spiegel hier sieht. 3, 2, 1. Okay, kein Grinsen. Wow, komplett emotionslos, der Mann. Ja, macht sie mal Tantalos. Ja, genau. Ja, aber hey, es ist halt auch ein Check, ja, der komplett isoliert ist sonst. Und auf Trinex wissen wir, ist kein Item, ja. Es ist höchstens fürs Pet. Und das kann man wieder im Buch sehen, also. Ja, eben. Es gibt, glaube ich, keine richtige Lösung für das hier. Ja, doch. Situation. Ich denke, das ist schon die richtige Lösung, das sozusagen. Also. Wie gesagt, das eine Item kannst du festchecken mit dem Boot, das andere würdest du tatsächlich also einfach liegen lassen. Ich finde das schon okay, nicht fertig zu machen. Oh, Teto geht aber weiter Richtung Trinex. Nee. Nein. Spiral Cave nach. Ah, smart, okay. Zumindest hat er sich gut geroutet. Ja.
Oder er baitet uns dann gleich doppelt. Jetzt safe-footet er und... Oh, er merkt es gerade selbst. Er hat sich selbst ein bisschen gebaitet, sagen wir es mal so. Wow. Ich bin jetzt aber Green Pendant ab und wird erstmal Eastern machen. Wird da leider nicht fündig werden, auch wenn es ein schnelles Eastern sein wird. Und Mark Santolos ist dann hier auf dem Weg zu Helmer. Und ja, wenn da was auf Helmer liegt, dann soll Teto da erstmal zurückkommen. Mhm. Auch das Green Pendant noch nicht ab, willst du dann erst nach Eastern machen? Ja, kann man so machen. Ja. Ich glaube, es ist sogar ein klein wenig schneller. Ja, also das Ding ist halt, auf Green Pendant kannst du natürlich noch was haben, was dir in Eastern hilft. Stichwort Silvers, Stichwort Boots. Ja. Aber eben, es sind dann auch nur wiederum zwei Items. Und dass du in Eastern was findest, das dir großartig hilft, irgendwie Green Pendant schneller zu checken, ist... Was soll das sein? Also ja, Boots, okay, das spart dir was, 5 Sekunden oder so. Ja. So, aber alle Augen jetzt auf Mark Santolos, denn da werden die, da wird das Race auf jeden Fall eine interessante Wendung nehmen können, oder Einschlag, würde ich eher sagen. Ich will es noch nicht mal von Wendung reden, denn beide spielen hier super solide. Ja, safe. Beide schon ein bisschen mit den Feen getanzt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube, Mark Santolos hat schon Namen für die drei Feen gefunden, die er benutzt hat. Ist das Charlie und die drei Engel? Ja. So, Helmer hat jetzt schon mal seine Maske verloren. Und da geht Helmer down. Und was hat er für uns? Mindestens mal ein Pendant. Das auf jeden Fall, ja. Und es wäre ein Schwert gewesen, wenn man ganz ratlos. War das nicht das erste Schwert? War das ja, das ja, ich glaube, es ist das erste. Wow. Das heißt, wir haben noch 23 im Pot hier. Das wäre, ich glaube, in der Logik wird immer noch mit einem Schwert gerechnet, oder? Ist das das Schwert, was uns quasi Mirror Access für Turtle Rock gibt? Oh, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht, ich habe schon ein paar Namen gelesen im Chat, die Frage vielleicht beantworten könnten. Ja, und der Chat fordert hier natürlich wie immer das Pad und wie gesagt, es ist eigentlich immer der Chat, der das will, aber in diesem Fall ist das halt auch nicht so unwahrscheinlich. Wir haben nicht wirklich einige Items, die drauf liegen könnten. Also es könnte das Kiefer sein, das wir vielleicht für Maya benötigen. Es könnten die Flippers sein, es könnten die Boots sein, es könnte die Flöte sein. Und uns gehen so ein bisschen die Checks aus, also... Wir haben noch eine starke Smith-Chain, die drei Items plus ein Fake-Powder bringt. Das stimmt, ja. Aber... Aber der Gedanke, dass man vielleicht nochmal nach Turtle Rock muss, nur um Trinex zu legen, weil wenn es schon Pendant ist, ist dann natürlich auch schon wieder herrlich. Ja, auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Wir gucken mal, wo jetzt wird. Teto jetzt hier in Easter ankommen. Axel, das hat jetzt seinen Mushroom gecheckt, füllt sich auch nochmal auf, macht auch viel Sinn. Wir haben auch noch die Schaufel offen. Also Teto kriegt hier den Quickel nicht hin. Zum ersten Mal in diesem Seed ist Mark Santolos Inventory eine feenfreie Zone, würde ich sagen. Haben ihren Dienst getan. So, Mark Santolos, wo möchtest du hin? Das sieht mir nach Smith Chain aus. Denke auch, vielleicht sogar das Pad mal checken. Ja, also ich meine... Also wenn man es checkt, dann jetzt. Also sind wir ehrlich. Eine bessere Option findest du nicht mehr. Das sieht schwer nach einem Pedestal-Check aus. Das sieht schwer nicht nach einem Pedestal-Check aus. Ja, vergessen sehr, Mirror. Also nee, das wird eine Smith-Chain. Das könnte bis Graveyard Ledge gehen oder K45. Auch wieder so eine Decision-Making, was man machen muss. Ja. Ui. Teto macht das Ganze von unten. Nimmt die K45, nimmt dann den Schmied, geht wahrscheinlich alles durch, endet bei Graveyard Ledge und wird sich vermutlich dann save and quitten, wenn er denn nichts findet.
über einen netten Vergleich, was die Vor- und Nachteile des Routings sind, dass man entweder bei Linkshaus startet oder in Sank. Ja. Jetzt kriegen wir aber erstmal zwei brandneue Checks auf beiden Seiten jeweils. Jeweils einen. Da ist die Flöte. Das ist Stand jetzt das richtige Play. Denn er muss noch da hochgehen und dann ist die Smith Chain viel leichter zu machen. Kann die ja, und er kann vor allem auch die Flöte direkt aktivieren, wenn er hingeht. Mit dem Mirror. Also Teto vielleicht gerade ein bisschen im Vorteil. Er hat schon Desert abgeschlossen. Und Stand jetzt ist Pot nicht benötigt gewesen. Also das ist der größere Timeloss für Mark Santolos. Stand jetzt. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt einfach um das Pad nochmal zu besprechen. Der Chat liebt es. Sollte das Pad required sein, Maxanthus mit einem kleinen Vorteil, durch das er Helmer schon gemacht hat. Ja, also wenn, dann bitte für die Boots oder NGT. Ja. Oh! So, wo... Ja, geht nach unten. Okay, wird auch seine Flöte kriegen, wird sich decken. Hab halt eine Seite gekommen, aber es wird dann wahrscheinlich auch noch schnell seine Flöte aktivieren gehen. Hat Teto gerade die Schaufel gecheckt? Hat er, glaube ich, eben schon gemacht. Also, hat er schon vor... Die Schaufel okay. Hat er schon vor langer Zeit, glaube ich, gemacht. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Hat ja Pot Easter ziemlich früh gemacht und dann hat er ja die beiden Fetchquads rausbekommen. Ja. Mit dem Mushroom und der Schaufel. So, und jetzt gefühlt der 100. Check, wo wir Geld bekommen auf dem Schmied. Jetzt sehen wir gleich einen Fake Powder von Teto. Ja, natürlich auch ein, hier. Auch ein, kann auch ein Big Play sein. Das kann das Ganze jetzt hier schon entscheiden. Ah, die Half Magic zu lernen, das ist auch erstmal eine Arbeit. So, Tetos Fake Powder. Sehen wir hier die Flippers oder Ether oder die Boots? Nein. Immerhin hat er sein zinktes Herz damit bekommen. Droppt hier auch beide Feen. Will wahrscheinlich dann gleich einfach mal Potions kaufen. Mit der Flöte, ja, sehr angenehm. Zu erledigen. Oh. Und da sind die Flippers. Und das Coole ist, okay, Desert Palace muss Mark Santolos zwar noch machen, aber... checkt er jetzt für potenzielles Ether ja noch? Ah, oh, das tut so weh. Es könnte halt Go-Mode sein. Das hilft. Das ist das für Witty natürlich super richtig. Gut, ja. Absolut. Beim Teto auch. Hat kein Portal jetzt mehr, er wird hinflöten. Das heißt, er wird sich diesen Check isolieren. Ja. Oh, das ist jetzt super interessant. Ist noch nicht entschieden. Teto kriegt seine Silvers erst am Ende von GT. Ja. Und Mark Santolos hat die auch natürlich auch für Lanmo 2 und so, wo er sich dann für vorher keine Magie sparen muss. Für Lanmo 2, gegebenenfalls auch für Argus, ja, wenn er auf die Strat geht. Ja, wobei Teto da mit dem Fire oder Ice Rod auch in One Cycle macht. Klar. Aber ja, also Teto hat auch immer noch den Desert-Vorteil, das dürfen wir nicht vergessen. Und vielleicht auch das Quake, das werden wir gleich erfahren. Ja, das Quake, das könnte es natürlich sein, aber das... Ihr habt das Gefühl, du solltest hier erst Maya checken, denn wenn am Ende Ether gebraucht wird, dann weißt du, dass du in Swamp noch was zu checken hast. Vielleicht ist das noch ein kleiner Moment, der Teto hier einiges an Zeit kosten kann. Theoretisch. Mal mit 2 aus 3 Medaillons sollten wir eigentlich Gucci sein. Aber das hat man alles schon gesehen. Und jetzt ist es Quake? Ist es Quake oder Aether? Oder es ist Quake. Es ist Quake, oh mein Gott. Das ist also nochmal ein Time Loss. Auf jeden Fall. Wenn dann auch nur ein kleiner, denn runtergesprungen ist er ja nicht.
Hat den aus selben Quid gemacht. So, also Teto mit den Advantages in Form von, er hat schon Quake, muss dafür nicht extra hochgehen und dann halt eben auch Desert gefinisht. Maxanthalos hat dafür einen ziemlich freien Vitified. Ich bin auch überrascht, dass er sofort nach Meyer, ja gut, für die Info schon, aber er hat halt auch keine Pfeile gehabt. Ne? Ich sehe ihn da erst nach Eis gehen und danach vielleicht ein Pfeil-Upgrade kaufen oder so. Ja. Ja, der Weg jetzt hier zum Quake ist natürlich schmerzhaft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Teto eben schon Desert gemacht hat. Also Tetos Vitreous Fight wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber es wird nicht so viel Zeit sein wie ein Desert und der Trip hier zu dem Quake-Medaillen. Aber dennoch Zeit, die Maxanthalos gebrauchen kann. Es kann hier wirklich sehr, sehr stark drauf ankommen. Fängt ja auch mit Ice Palace an, genau, richtig. Ja. Sollte vielleicht, also wenn er clever ist, muss ich an der Stelle sagen, holt er sich die sofort. Einfach nur, ich empfinde das als clever, genau, weil hinterher vergisst man das auch schneller, als man gucken kann. Ja. Ja, du sparst ja vor allem auch irgendwie, die Mirror Transition muss er eh machen zum Fliegen. Nevermind, macht er kein Safe-Grid. Genau. Teto hat auch insgesamt nur 11 Pfeile. Sollte sich hier die 5 in Swamp auf jeden Fall mitnehmen, die noch kommen. Ein bisschen Hoffnung noch für den Chat, dass wir Boots benötigen, aber eher unwahrscheinlich. Mach doch nochmal die Checks für Potenzial des Silvers. Das wird halt mal Xanxolos nicht machen, denke ich. Könnte natürlich noch die Boots finden. Oder Potenzial Ether. Aber das sind jedes Mal Chests öffnen, sind dann auch wieder 2-3 Sekunden und das summiert sich. Hat er gerade den Penguin Room geklärt und ärgert sich jetzt hinterher. Ich denke nicht, dass Teto das Tablet noch machen wird. Da wird hier Miron und dann nach Maya fliegen. Yeah, oder halt Ice Palace machen. Es gibt keinen Grund für ihn zum Tablet zu gehen, das ist ein langer Check. Also für ihn jetzt, dafür, dass er im Gromod sein könnte. Je nachdem, ob er Boots braucht oder nicht. Den Weg wird er nicht extra gehen. Wenn Maxanthalos gut mit den Silvers bei Argus umgehen kann, dann kann er ja auch nochmal Zeit spannen, wenn er das mit Quickswap machen will. Ja. Muss dann natürlich aufpassen, dass er da nicht zurück mehr wird. Das ist immer die Gefahr dabei. Das ist ultra gefährlich. Gerade wenn man den Bumerang hat. Wenn kein Bumerang, dann ist es ein bisschen leichter. Ja. Ich sag mal so, da nimmt man sich dann lieber die halbe Sekunde mehr beim Quickswap. Also ich zumindest, nachdem es mir einmal passiert ist, da ganz eklig rauszumüllen. Nichts öffnen, Maxanthalos, hör auf, Kisten zu öffnen. Ja, will immer noch Boots haben, denke ich. Nein, du bist in Go-Mode. Ja, klar, aber er hofft jetzt bei den Checks, die genau auf dem Weg liegen, dass er da die Boots rauszieht. Ich finde, das ist in so einem engen, weißt du, in so einem Race, wo du Pot zu viel gemacht hast, oder zumindest halt auch Helmer, wo du, willst du nicht. Zeit sparen. Musst du ja davon ausgehen, dass dein Gegner Ice Palace auch go-modet. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht hat er ja recht. Und findet auf irgendeinem der Checks, die er noch macht unterwegs, seine Stiefel. Wenn Teto hier mit Swamp fertig ist, hat noch 2 Crystals zu machen. Maxanthalos hat noch einen hier nach 3 zu machen, Entschuldigung. Nach dem einen hier. Okay, guter Fight. Schöner Fight, ja. Coaster. Teto geht erstmal Eis. Macht für Teto auch Sinn, der hofft vielleicht noch auf die Silvers hier irgendwie auf Coaster oder so. Und dann wird es natürlich interessant sein, ob der ein oder andere vielleicht in Maya den Vicky ein bisschen schneller findet. Ja,
Und natürlich auch TT-Routing und Execution, vor allem in einem Swordless. Hitto checkt ja auch noch, noch mal nach, interessant. Aber er weiß noch nicht, dass Wake von Meyer benötigt wird. Ja. Ich finde nur, ich sag das aus persönlicher Sicht. Ich finde, in einem Race, wo ich sowieso schon qualifiziert bin und einfach nur mehr oder weniger ums Prestige oder um das 3-0 halt geht, ja, volles Risiko. Komm, auf geht's. Nichts mehr mitnehmen. Ihr wisst, wo alles ist. Ihr habt Half Magic, ihr habt Blue Mail, ihr habt 11 oder 12 Herzen. Let's go, Boys. Braucht keine Checks. Meinst, sie sind ja auch zeitlich immer noch super unterwegs. Wir sind bei 1.14 und sind in Go-Mode. Und ja. Teto hat noch anderthalb Dungeons vor sich. Malexanthalos hat noch knappe, ich würde sagen, 2¼, weil der Seite ist ja nicht mal richtig ein Dungeon, wenn er nur noch hinten hin muss. Ja. Ich wünsche mir immer noch diese Boots auf dem Pad, die required sind. Wär fantastisch. Vor allem, weil keiner jetzt mehr Pedestal checken geht und nope. Alles andere gefühlt vormachen. Alexandros hat natürlich auch noch einen kleinen Vorteil. Er muss die letzte Kiste nicht öffnen. Das ist es. Oh, er muss die letzte Kiste nicht öffnen. Bestimmt eine Sekunde. So, Teto dann jetzt hier gleich durch Eis gegangen. Ich denke, man kann schon sagen, dass Teto 1 bis 2 Minuten auf jeden Fall Vorsprung hat, je nachdem, was dann noch in Meyer passiert. Aber ich denke, ihn werden wir als erstes in GT sehen. So oder so. Na, winke, winke, Teto, hallo. Wenn es Max Santos, das ist gerade höchst konzentriert. Der versucht, das Ding vernünftig hier runter zu spielen und hoffentlich als erster durchs Ziel zu gehen, aus seiner Sicht. Schöne Double jetzt hier mehrere. Oh, souveräner Fight von Teto. Na, währenddessen noch ein souveräner Diver Down auf Max Santos Seite. Die Chests hier lässt er liegen. Wir wissen, dass da nichts liegt. Das ist schon mal gut für ihn. Ja, ich glaube, er hatte sich vorhin schon geärgert, als er die Penguins gefinisht hat und sich gedacht hat, das ist unnötig, dass ich das hier mache. Ich kann ja nicht mal Silversplitten, yo, Ether, yo, Boots, aber hätte, Fahrradkette. Das kann genauso gut in GT alles liegen. So, Teto bleibt bei seinen 16 Pfeilen. Okay, er holt sich kein Pfeil-Upgrade. Das hätte ich zumindest auch in Erwägung gezogen, aber es ist okay. Er hat ja genug Potions, er kann hammern. Würde mich auch nicht wundern, wenn beide Runner doch noch irgendwie eine Fee dabei haben. Wobei, ich glaube, Alexandros hatte 3 Blue Goose vorhin gekauft. Ja. Hey, mach dir lieber den Quickswap zum Fire Rod, um nicht in Gefahr zu laufen. Zu Miron. Aber trotzdem glaube ich zeitlich immer noch eine schnellere erste Phase als bei Teto, der da ständig ins Menü musste. Ja, denke auch. Aber die zweite Phase war ein Ticken länger. So. Und jetzt hören die Spuren natürlich wieder zusammen. Teto also natürlich ein Stück vor in Meyer. Und hat den Desert-Trip nicht zu machen, aber wie gesagt, hier ist noch gar nichts entschieden. Ja. Also von Mike Santolos ist es jetzt besser, wir wissen es zumindest, er weiß es nicht und Teto weiß es auch nicht, aber für ihn wäre es jetzt besser, wenn natürlich der Big Key relativ spät kommt, egal in welchem Dungeon, einfach nur damit mehr Execution zu tun ist und mehr Zeit ist einfach, um aufzuholen. Denn mit einem Gottmeier wäre der Dungeon ja auch vergleichsweise schnell beendet und da ist auch das Gottmeier.
Könnte ja auch nochmal minimal Zeit sparen, wenn er denn sich entscheidet, die Spike Chest zuerst zu checken. Teto muss ein bisschen Acht geben. Er ist auf 4 Herzen runter. Er hat die Potions, aber die will er eigentlich alle bis zum Boss, denke ich, aufbewahren. Maya 2 im Swordless auch immer sehr spannend. Eine der Räume, speziell der Räume, wo man sich andere Strategien einfallen lassen muss, als was man sonst so gewohnt ist. Ja, furchtbarer Raum. So, Teto mit dem Spooky jetzt hier oben. Max hat sowas, geht auch erst die Bridge-Chest checken, also kein Unterschied da. Teto will hier nochmal Fake-Powder und das nimmt nochmal einen Ticken Zeit in Anspruch. Es war tatsächlich ja kein. Jetzt muss noch ein bisschen aufpassen. Das klappt. Und dann wird jetzt, ich sag mal, hör mal, wer der hämmert. Oh, muss hier besonders aufpassen. Kriegst 2 Hits ab. Vor den Augen. Uiuiuiui. Einmal Bodendamage mehr und der wäre hier gestorben. Das ist immer die Gefahr, dass man von denen erwischt wird. Wenn die Invincibility im falschen Moment nachlässt. Muss er jetzt auch seine ganzen Potions nehmen. Ja. Eine hat er, glaube ich, noch. Er hat, glaube ich, auch 3 gekauft. Ich denke, er könnte zum Bogen wechseln. Yep. Nope. Bogen. Bomben? Ja, sieht hier Struggles auf Tetos Seite, die man sonst nicht so sieht. Ja, aber das ist das. Und Maxanthalos wird hier zack, zack, zack Arrows reinschießen. Also ja. Tetos trotzdem deutlich vorne. Brauchen wir nicht drüber reden. Da müssen wir nicht drüber reden. Nein, auf gar keinen Fall. Hat doch genau 4 Pfeile über, die er für GT mindestens braucht. Und kriegt sein Leggy Big Shield. Guter Spooky Action hier von Max Santos. Also ich würde mal so tippen, ja, 1 bis 2 Minuten kommt schon hin. Wir schauen gleich mal, wenn Teto hier wegflötet. Und wenn er aus dem Screen weggeflogen ist. 21:42 ist der Screen schwarz. So, dann muss er noch die Strafrunde gehen, der Mark Santolos, über Desert Palace. Wenn ja, wir aber ein kleines Spielchen spielen. Und zwar spielen wir das GT Bicky Guessing Game. Entschuldigung, wir haben das natürlich völlig verdrängt, denn es ist durchaus spannend hier. Ja, eine Zahl zwischen 1 und 22 erlaubt euch mitzumachen an diesem kleinen Gewinnspiel, denn der GT Bicky ist in einer der 22 Locations und wir wollen von euch wissen, in der wievielten er ist. Also eure Zahl in den Chat und sobald wir GT betreten, ist die Bettzeit rum und wir werden schauen, wo der Bicky ist. Skagner, was hast du dir denn heute ausgedacht? Ich habe sonst immer die 3. Ich habe aber noch nie gewonnen, tatsächlich auf Speed Gaming Deutsch. Deshalb habe ich jetzt mit 22 genommen. Ui, Hexe. Was ist denn dein To-Go-Bet meistens? Also ich habe jetzt die 10 eingetragen. Ich bin aber für die 1 oder je nachdem natürlich die 7. Sodass wir vielleicht dann doch nochmal die Boots brauchen. Aber ja, mal schauen. Es wäre ein Traumseed. Es wäre ein Traumseed, wenn wir noch die Boots bräuchten und nochmal ein bisschen, ja, noch Items schauen. Vor allem, wenn es außerhalb von GT wäre. So, Teto dann am Reingehen von GT. Nur Guesses werden gleich gestoppt und zwar genau jetzt. Schneller Landmo-Fight. Ja. Zero und die Cycle. Nummer 1. Wir sind nur Bomben. Wir sind in Go-Mode.
wir dann gleich mal gucken, wann Alexander das wegflirtet. Dann haben wir einen guten Vergleichswert nach den 7 Crystals. .24.09 nehmen wir mal. Ja, sind ungefähr 2,5 Minuten, nicht ganz. Ich glaube 2 Minuten 37 oder sowas. Aber links war der Biggie noch nicht. Und Tito geht jetzt nach rechts. Mit einer unterschiedlichen Route könnte Maxanthalos hier gut Zeit machen. Bisher aber kein Biggie, auch nicht im Hope Room. Aber im Hope Room wäre ein Schlüssel, sofern der Biggie rechts wäre. Könnte mal Xanthalos hier ein bisschen Zeit gut machen, auf jeden Fall. Oder er geht einfach von rechts nach links direkt und spart sich dieses Doppelgemirror. Ist natürlich immer noch der leichte Silvers-Vorteil hier. Bei Lambo 2 kann man ein bisschen Zeit sparen. Ja, wäre das auch nicht der spezielle Swordless? Oder oh, da sind die Boots. Das sind die Boots. Wäre das nicht der spezielle Swordless-Mode, wäre Maxanthalos mit den Silvers hier richtig dick im Geschäft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann hätten wir ja wahrscheinlich einen anderen Sieg, oder zumindest einen ziemlich sicheren Sieger, denn bis man zu Bombos-Tablet zurückkommt an Tetos Stelle. Aber gut, das ist nicht der Fall. Wir wissen, wo die zweiten Silvers sind. Und insofern, ja, macht sich Teto jetzt auch auf die linke Seite, denn auf der rechten Seite waren ausschließlich die Boots und das Cape. Check Nummer 12 sind nur 20 Rubine. Maxanto, das fängt rechts an. Also durch das Routing. Teto kann nicht zurückgucken, hat den Pot schon genommen. Also durch das Routing wird er auf jeden Fall ein bisschen Zeit einsparen. Nicht genug natürlich. Aber er. Vielleicht geht er full right. Vielleicht geht er full right. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Dann hätten wir vielleicht ein ganz, ganz enges Race. Denn da ist der Biggie auf der 13. Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit spart es, aber halt eben nicht genug. Da muss Teto, glaube ich, noch ein bisschen nachlassen. Und die Silvers müssen hier irgendwie einen guten Unterschied machen. Denn Teto hat auch 2 Potions verbraucht. Also es ist unwahrscheinlich, dass er hier Großmagie brauchen wird. Aber er muss halt mit seinem Fire Rod arbeiten. Ja. Und das auch bei Lenmo 2. Also er wird seine zweite Gu, denke ich, hier auch, oder seine dritte Gu, wenn er denn einer hat, zünden müssen. Ja, auch wenn das hier natürlich 2 sehr erfahrene und gute Runner sind, es kann auch im Swordless immer mal sein, dass man den einen oder anderen Hit einsteckt. Wenn man dann diese Potions nicht hat, da muss man vielleicht mal powdern, in Tetos Fall Fake powdern. Oder die letzte Goo, die er hat, trinken. Dann geht die Magic alles, und was. Und das alles sind alles Dinge, die Zeit kosten halt am Ende. Genau. Wenn vielleicht der One-Cycle-Landmon nicht so sitzen will, weil die blöd rumfliegen oder so, können die Silvers auch schon wieder ein bisschen helfen. Aber es sieht alles stand jetzt nach Tetos Win aus. Denn, ja, Teto auf jeden Fall vorne, aber es ist nicht so, dass Maxanthalos keine Win-Condition mehr hat. Ich würde schon sagen, dass es Teto hat das hier in der Hand. Also solange Teto keine groben Fehler macht, ist er zu weit vorne. Aber es ist nicht mehr genug Zeit, um das aufzuholen, einfach über eigene Execution. Das Spiel dauert jetzt noch was, 5-6 Minuten und Teto ist knapp 2 vorne oder so. Also er muss es schon selbst vergeigen, wenn was passiert. Ja, also, das auf jeden Fall. Er hat im Main Tournament hat er eine Weise gezeigt, dass es geht. Als er danach Gannon meinte. Naja. Er kriegt ja aber einen guten Landmod 2-Fight hin und Maxanthalos hat dann auch sein Biggie. Ja, aber ich denke, Teto wird das hier solide runterspielen. Zumindest würde ich es vermuten. Maxanthalos jetzt auch im Climb gleich.
während Teto sich schon auf der Zielgeraden des Kleinen befindet. Ja, das ist ungefähr hier der Unterschied, ist der Helmer-Fight und auch das Quake nochmal abholen zu müssen. Ich glaube, das ist zeitlich ungefähr das, was Teto hier vorne ist. Ja, und ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Vergleich nach Mimic 2 gehabt. Also durch das Routing und auch vielleicht ein bisschen durch Execution hat Mark Santolas tatsächlich den Vorsprung auf knapp unter 2 Minuten reduziert. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr viel übrig vom Spiel. Mhm. Und es ist eigentlich nichts Großes zu erwarten, bis auf Ganon Falls, Deaths oder halt eben bei Muldon 2 vielleicht nochmal runterfallen. Ja, aber da voll bei Muldon 2 wären jetzt auch keine 2 Minuten. Aber natürlich trotzdem Zeit, die sich summieren könnte mit anderen Geschichten. Da werden wir die Kuh bei Max Anthodos jetzt sehen. Macht absolut Sinn. Will ja mit dem Fire Rod arbeiten. Kriegt ja ein bisschen schlechter RNG von den 6-6. Muldon 2 ist down. Xantrol ist gleich bei Lanmo 2. Und da sind Teto Silvers, also sämtliche Vor- und Nachteile sind jetzt beendet. Beide Runner sind quasi mit dem gleichen Equipment unterwegs. Und Teto, oh, kein Zero Cycle. Das natürlich. Aber selbst wenn es. Da muss noch viel passieren, bevor das entscheiden wird. Ja, ja. Muss man auch ein bisschen realistisch sein. Beide haben super gespielt. Am Ende kann man sich fragen, ob es vielleicht ja der Full Clear Pot am Ende war. Ohne Bogen drin zu sein, war quasi eher ein Vorteil als ein Nachteil. Oh, wir haben auch noch den Aga-Fight. Stimmt, der ist in Sword ist auch noch mal immer so eine Sache. Teto gerade mit einem Hit in der ersten Phase. Zweite hatte 0. Kriegt er aber auch böse Hits rein. Ich weiß nicht, wie viele Potions er noch so hat. Ich glaube nur noch die eine, hat hier aber nochmal schön Double reingeknallt. Triple. Ist ja noch ein Hit. Und noch ein Hit. Noch ein Hit, uiuiui. Aber Aga ist down. Ja, jetzt wird's spannend natürlich auf Tetos Seite. Seine Bottle braucht er eigentlich nicht mehr unbedingt für Magie. Nee. Aber müsste er sie eigentlich sofort fast nehmen, denn. Vier Herzen, das ist, glaube ich, One-Hit-KO. Vielleicht, ne, nicht gegen Bats vielleicht, aber gegen Ganon auf jeden Fall. Ja, gegen Ganon Hux. So, aber Phase 1. Here we go. Oh! Okay. Aber lieber so früh, ja, als weiter drin, sind wir mal ehrlich. Aber das verunsichert trotzdem ein bisschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er ist schon auf dem Weg nach links oben, von links oben zu schlagen, oder? Nee? Jetzt. Wie auch sein könnte, ist, dass Ganon vorher richtig gute RNG gehabt hätte und jetzt Trash-RNG. Andersrum natürlich auch. Das könnte natürlich sein, ja. Und vor allem jetzt mit dem Hammer ist die RNG sehr, sehr wichtig. Ja, ich dachte schon, Teto hat hier ein Hit zu wenig gemacht, oder? Ja, er hat ein Hit zu wenig gemacht. Dafür jetzt. Gute Position. Sehr gute Position. Ja, ich weiß nicht, ist okay, das so zu machen, aber. Okay. Hat ja funktioniert am Ende. Und jetzt sollte in der Regel nichts mehr anbrennen. Also natürlich, ein Ganon Fall ist immer eine Möglichkeit. Er hat doch die Torch. Gut. Aber. Erste. Arrow sitzt. Torch Glitch sollte auch sitzen, ja. Jetzt auch mal ein Double. Mindestens ein Double, ja. Fast ein Triple. Aber gern ein bisschen schon zu weit rechts. Aber das sollte jetzt GG sein. Teto wird die Brücke überqueren. Mark Santolos damit dann
geschlagen in diesem Race, aber ultra knapp. Natürlich muss die Brücke jetzt erstmal noch spawnen, aber das sollte kein Problem darstellen. GG an Teto mit einer offiziellen Racetime.gg-Zeit von 1:34.07. Und da schüttelt Max Santos auf den Kopf. Ich hab den perfekten Pixel erwischt, wo er gerade hinter Ganon bleibt. Mhm. Das sieht doch nicht danach aus, als wenn wir hier mehr als 2 Minuten Unterschied haben, also. Nee. Da hat Max Santos nochmal gut aufgeholt. Auf und, jeden Fall. Da haben wir auch unseren Sieger des Races hier im Chat, Teto. GG's. GG Teto. Ja, danke, GG's. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ah, okay, Gen-Kampf. Boah, keine Ahnung. Es ist ein komischer Seed gewesen, irgendwie. I don't know. Glücklich an 2 Ecken, wo es glücklich für mich sein musste und, ja. Ja, vor allem, also, ja, ihr habt mehr oder weniger eure Checks auch, Ich denke im Early Game gleich, oder? Da gab es nicht viel Unterschied. Nee. Tatsächlich hat Max Santalos South Shore lange nicht gemacht und war durchaus früher vor dir in der Dark World. Jeder ist früher vor mir in der Dark World in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Ich behaupte, Max Santalos hatte sogar eine ganze Zeit lang einen gewissen Vorsprung. Was Max Santalos halt so richtig in den Hintern gebissen hat, war das Quake. Ja, das hat er liegen lassen. Dachte, ich hole das, wenn ich es brauche. Und stand dann vor Meier. Und musste nochmal hoch und das holen. Das hat halt auch nochmal Zeit gekostet. Jetzt nicht die 2 Minuten Unterschied, die wir jetzt hier sehen. Aber auch Desert hast du direkt gemacht. Max Santalos ist dann nochmal hin und klar, konnte Biron. Ja, ich hab mich geärgert, weil ich nicht mehr 100% sicher war. Und es waren 2 Items. Ja, okay. Das Ding ist in Rando, ich bin schon 6 Meter weitergelaufen und jetzt abzubrechen bringt auch nichts mehr. Also war es dann auch egal. Ja. Und also ich, was auch noch für Max Santalos natürlich. Lass mir ihn erstmal joinen. Das ist auch eine gute Idee, ja. Ich glaube, er sollte erstmal reinkommen. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind gleichzeitig durch. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich wusste nicht, ob ich noch warten sollte oder nicht. Aber, ja, alles gut. Genau. Darf jederzeit gerne hochkommen. Auf jeden Fall. Jo, und da ist er. GG. GG's. Max Santalos, hallo? Ja, kommt gleich mit Sicherheit. Ist die lange Leitung noch? Ja. Sorry, ich hatte mal wieder gesputzt. Okay. Auf jeden Fall GG's. Ja, danke. Ich glaube, der große Knackpunkt war für dich, dass du vor Teto den Bogen hattest und dann Helmer gemacht hast. Das habe ich mir gedacht, dass es da Helmer fällt war. Ich habe gehofft, und das Quake, dass du noch nach Pott gehst, weil ich bin nach der Red Bomb rüber nach Pott gelaufen und dachte mir so, da ist nichts drin. Boah, und bitte lass Maxandros irgendwann Pott spielen. Genau, da war eure Divergence. Du bist nach Desert gegangen, Max Santalos, und Teto ist direkt nach Pott. Und das eine hat zum anderen geführt. Interessanterweise haben wir noch die richtigen Silvers gesehen, Teto. Die waren nämlich auf Bombos Tablet. Da haben wir auch schon gedacht, okay, das kann in Maya noch einen Unterschied machen. Das kann am GT-Client noch einen Unterschied machen. Das wäre schön gewesen, ja. Also ich war dann im Gore-Mode und dachte mir so, okay, ich hoffe, er macht gerade Port Eastern, geht vielleicht auf den Blind Pet Pull, irgendwas Blödes noch. Ich habe gerade mit der Smith Chain gerade die beiden Sachen gefunden. Das ist ganz nett gerade. Und, was mache ich als nächstes jetzt? Gehe ich sofort in Meier, Medaillen checken oder riskiere ich's? Und wenn ich dann sage, Meier mache ich nicht, ich versuche noch Silvers zu finden, denke ich mir, so smart ist es auch nicht, weil die Kisten, die ich jetzt in Desert, die ich in Swamp und in Ice Palace mitnehme, die kosten auch nochmal sinnlos Zeit. Ich habe mich da so ein bisschen auf meinen Vorsprung versucht auszuruhen an der Stelle. Ich habe es gehofft, dass der Bogen so verführerisch ist, weil ich hätte auf jeden Fall Pot Eastern auch gespielt nochmal an der Stelle. Ja. Ja, für Max Santos hat es halt Sinn ergeben, weil er war dann erst in Pott, beziehungsweise Eastern, als er Mirror und Bogen hatte. Das heißt, er hat dann beides direkt in einen Abwasch gemacht, zusammen mit dem Green Pendant natürlich. Aber dieser Helmer-Weg ist natürlich lang und das, wie eben schon gesagt, ich glaube, das ist etwa der Unterschied hier. Dieses Quake, das liegen gelassen wurde, war ein Gamble. Man hat auch gesehen, dass du dich geärgert hast dann, Max Santos. Und natürlich der Weg zu Helmer. Ja. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe in dem Seed so viele kleine Fehler, ich habe nachher so viel liegen lassen, wo ich auch schon gedacht habe, so, oh Gott, das, wenn ich es verliere, habe ich es zu Recht verloren mit den 3-4 Checks. Ey, ich habe so viele Tode heute gehabt, wie seit einem Jahr nicht mehr. Ja, und dann war es so knapp, weil ich habe schon gemerkt, und ich glaube, das wäre dein Spiel gewesen. Das war
ja, ich wusste. Er hat immer eine nette Partnerin dabei gehabt, die ihm aufgeholfen hat. Jedes Mal, wenn ich einen fehlgefunden habe, bin ich direkt danach gestorben. Ja. Jedes Mal. Also wir haben schon von Charlie und seinen drei Engeln gesprochen. Ich meine, solange du nicht Deathwarpen wolltest, ist ja sogar ganz okay. Also ich hatte mir auch lange Zeit die Fee aufgehoben für, okay, vielleicht mal Fälle. Dann lief aber alles relativ gut. Und dann kam dann sowas wie, okay, jetzt ist Zeit, dir die Red Pump abzugeben. Alles klar, Fee, du hast deinen Soll erfüllt. Ich habe eine Red Potion irgendwo mal gekauft für, wenn ich gleich nach Pott gehe schon. Irgendeine andere Potion wäre hilfreich. Ja, ich bekomme eine Fee. Naja, gut. Ja, das ist... Ah, die Fee hat Maxandrolus direkt auch wieder den Hintern gerettet auf dem Weg zu Catfish. das wäre wieder so ein Maxandrolus-Ding gewesen. Also es war die ganze Zeit, wusste ich so dieses, ich zock jetzt mit Pott, weil wieso nicht? Das ist ärgerlich, wenn nicht. Ich suche vier Items fürs Go-Mode, da wird eins drin sein. Uff. Ja, da wusste ich, bin behind. An der Stelle wusste ich so, jetzt hast du ein Problem. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich den Mirror auf der Laserbridge gefunden habe, weil ich das Pad halt nicht gecheckt hatte. Dito, ja. Da waren wir auch geil drauf. Also, das wären die besten Boots gewesen, die ich jemals gesehen hätte auf dem Pedestal, sag ich, wie es ist. Es waren zu dem Zeitpunkt, als ihr Mimicave gemacht habt, gab es potenziell 5 Items für Gomod noch, die auf Pet hätten liegen können. Eben, ja. Und es war halt auch eine Entscheidung, die ich nicht hätte treffen wollen. Ich habe schon zu Ryan gesagt, zu Ravis gesagt, hey, wenn ich jetzt gegen einen von euch beiden runnen würde, ja, ich hätte da noch, weil ich weiß, dass ich ein schlechter Runner bin, ich hätte da aufs Pad gegambelt und wäre nach Mimic Cave nochmal zu Trinex gelaufen, weil das so für mich meine Win-Condition gewesen wäre. Aber dass das keiner von euch gemacht hat, völlig nachvollziehbar. Ich hatte gedacht, dass Maxandrolus eventuell, wenn er Pott und Easter noch nicht gemacht hat, dass er sagt, okay, ich besitze kurz Trinex, dann gehe ich eh Pott Easter und dann kann ich immer noch einen Blind-Pad-Pull machen. Ich habe also zu dem Zeitpunkt, ich wollte mir das Portal offen halten, deshalb bin ich nochmal rübergelaufen. Ich wollte Spiral Cave, habe ich geskippt, wollte ich noch mitnehmen, dann eventuell hoch das Tablet checken und dann Spiral Cave sterben und hätte dann einen Pet-Check gemacht. Hätte Pet was gehabt, wäre ich zurück nach TR gegangen und ansonsten hätte ich Smith Chain gespielt. Also ich war so oder so schon ein bisschen darauf aus, das alles so zu spielen und aus irgendeinem Grund vermurkse ich mich da, komme auf den Safe and Quit und sag so, ja, das war der Berg und wenn da was drauf ist, habe ich ein ganz großes Problem. Dann habe ich auch jetzt Easter gespielt, aber ist auch egal. Spiral Cave war auch eine ganz große Nummer, ja. Man hat deine eigene Verwirrung gesehen, also du mirrorst da noch, gehst darüber zu dem Eingang und dann, oh, ich safe bitte jetzt. Und ja, dann hat man gemerkt, oh. Ich hab mich kurzzeitig umentschieden zu sagen mit, ach, ich hab den Spiral Cave erstmal gar nicht im Kopf gehabt mehr. Aber ich dachte so, nee, du rennst nicht extra den ganzen Weg nur um zu Deathwarpen. Ich kann jetzt einfach Save and Quit das Spiel, das Portal aufheben. Und dem Save and Quit ich und denke mir so, ach warte mal, so funktioniert das mit dem Portal aufheben gar nicht. Naja, es ist auch egal. Also es war sehr traurig, Okay. Habt ihr euch denn beide über die frühen 20er, die es überall gefühlt gab, gefreut? Unglaublich, das war ja fast... Ich habe überlegt, ob das fast Vanilla Blind Sideout war. Ich hab gar nicht drauf aufgepasst, ja. Es waren alles Red Rupees und ich glaube ein Herzteil. Und einmal 10 Pfeile oder so, ansonsten war. Das war ein Kakariko, ja, aber in Blind Sideout waren es nur Red Rupees und ein Herzteil. Oh ja. Da wirkte und, so ein bisschen, als wäre Dagobert Duck in der Stadt irgendwie, also weiß auch nicht. Der Kakariko war echt unglaublich. Wir hatten doch einfach viel zu viel danach, das war dann einfach so ein mit diesem, ja gut. Und dann hast du keine Moonpull, um noch zu fake-flippern eventuell, wo man überlegt, so, Bock gegen Maxandrolus. Ich bin noch nach Agina gegangen. Ich dachte mir, komm, ganz ehrlich, ich hab Bock auf so ein, zwei Plays. Ich hab mich auch geärgert. Ich hab im Vorfeld schon überlegt, so ein Onkel-Start eventuell. Und dann findest du die Flasche und denkst dir, stimmt, ich wollte Onkel-Start gemacht haben, vielleicht gegen dich heute einfach mal als Divergenz. Aber naja, hab ich nicht gemacht. Am Ende war da auch nichts-ish. Ja. Du hast mit einem Lumberjack-Start angefangen, Tetris. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei dir sieht man das nicht so häufig, oder? Doch. Doch? Okay. Ja. Hat sich das vielleicht geändert? Keine Ahnung. Es war früher die Meta, ganz früher noch die Meta, hast du den Onkel-Start gemacht. Mittlerweile ist der Wald der schnellste. Lumberjack gehe ich trotzdem noch gerne, weil ich mag Infos und Lumberjack ist eine Info. Okay, ne. Und auch wenn die Boots super spät sind, lass da Medaillen drauf liegen und die Boots ne, als Go-Mode-Condition, dann kann ich immer noch sehr früh Agar spielen. Ich habe einen schönen Darkworld-Zugang, der auf die Ostseite führt und Co. Das sind alles so kleine Vorteile schon. Und du findest die Boots ein bisschen im Go-Mode und sagst nicht, oh, ich muss erst die Boots-Checks machen und Lumberjack checken. Wer kennt's nicht? Pendant TR und die Boots in der ersten Kiste und dann gehst du trotzdem durch. Wenn du so ein Puder mit einem Cape schon mal gesehen in irgendeinem Race. Liegt dann das Cape in Turtle Rock irgendwo von der Front. Der eine Mann hat gecheckt, jetzt bei der Bumper Ledge ist da was liegt, der andere nicht. Tja. Der eine ist durchgelaufen, der andere ist abgehauen. Anekdoten.
Von damals noch. Ich weiß noch damals, als wir Wendo gespielt haben, mit so einem Stock und einem Steif, dann, das war, mehr hatten wir nicht gehabt, ne? Ja, das war eine andere Zeit. Interessant auch, man sieht jetzt hier nur 4 Checks auseinander, da hat man mal Xanthalos mit dem einen Pennen, ja. Wie gesagt, Xanthalos kam mir deutlich besser durch und es war meine Angst tatsächlich. Also allein dieses Pot-Eastern kombinieren ist halt schneller, als von der Pyramide aus hinzulaufen. Ja, auf jeden Fall. Das darf man halt nie vergessen. Und da wusste ich so, boah, ich hoffe, dass er es macht, weil dann habe ich mit meiner Smith-Chain jetzt hoffentlich den goldenen Riecher und er macht noch TR, geht zum Boss, macht noch Pot-Eastern, geht bis zum Boss und findet dann erst sein Go-Mode. Das war das Ding. Maxanthos ist dafür dann halt zu Catfish gegangen, ne? Das ist halt, ja, und Spiral Cave, weil er nicht blöd ist, natürlich. Also das hat er auch gemacht, also ganz klar. Also das waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe, so, ja, das könnte jetzt in die Hose gehen alles, ja. Boots auf Spiral Cave und wir hätten nach 20 Minuten schon sagen können, das wird sehr schwierig. Ja. Die Boots waren auch schön. Ich habe sie noch gefunden. Ich weiß nicht, ob du sie auch hattest. Ja, ich habe sie auch noch geholt, ja. Und dachte mir, ich habe dann noch gesagt gehabt, ich nutze sie, glaube ich, exakt noch 4-mal gefühlt und das war es irgendwie auch, ne, ja. Aber sie sind aufgetaucht. Hurra. Juhu. Da musste mein Cape, wollte mein Magiemanagement für den Firewoom oben in den Torchwoom in GT. Das war aber auch auf den letzten Tropfen. Das war. Ha, das Cape vorher noch genutzt, weil ich durch die Brücke rennen wollte. Eine Frage habe ich noch, Dito. Du bist ja ganz am Anfang bei Ganon gestorben. War das intentional für einen Hardware? Ja, ich wusste jetzt nicht genau, wie viel Schaden das macht, wenn die Fledermaus kommt. Das ist immer, ich bin da so suspekt. Am Ende sind es immer 4 gewesen. Ja, wirklich. Ich meine, einen Hammerhit gesehen zu haben, den du gemacht hast, und dann bist du getroffen worden. Es war intentional. Ich wollte es dann nicht machen und dann war eh schon zu spät. Dann dachte ich mir, ist auch egal. Und dann habe ich nur gehofft, dass die RNG besser wird als bei Maxanthalos. Das war der nächste Gedanke einfach. Ey, das Schöne war, die war fast ähnlich. Also auch bei Maxanthalos ist Ganon oben rechts stehen geblieben. Also, ja, meine Sorge ist oben rechts. Du kriegst deine 12 jetzt rein. Du kommst auch raus mit ein bisschen Spucke, aber wenn du nicht rauskommst, kriegst du ein Firebat ab. Und wenn der dann jetzt doch den halben Herz zu viel Schaden macht oder, dann bin ich tot. Das wäre unfassbar ärgerlich an der Stelle. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber gut, ich sag nochmal GG's soweit. Ja, GG's. Ja, auch von mir dann nochmal GG's. Ich weiß nicht, Ravis, hast du noch Fragen an Runner? Nö, ich würde eher Danke sagen, dass sie natürlich hier parat standen dafür. War ein super Race, war ziemlich eng, hätte in die eine oder die andere Richtung ausgehen können. Bis zum Go-Mode war es, selbst danach im Go-Mode war es schwierig zu beurteilen, wie das jetzt am Ende genau aussieht. Und ja, GG's an Tito, GG's trotzdem an dich auch, an Xanthalos. Du bist ja auch weiter, Top 16 und... werden wir jetzt mal noch die Augen aufhalten, wie die anderen spielen. Ein Race ist ja gleich in 10 Minuten hier, also nicht weggehen oder nur mal kurz kleine Biopause, sich eindecken mit sämtlichen Nahrungsmitteln, die man so braucht für so ein Race, und dann gibt's hier auch gleich noch ein zweites in Folge. Und ich meine, das ist tatsächlich ein K.O.-Match. Ich gucke das gerne nochmal nach, aber ich gebe dir mal so lange das Mikrofon zurück, ne? Ja, sehr gern. Ja, Max, hast du Lust? Es ist ein K.O.-Match, was gleich kommt. Okay. Okay. Ja, ansonsten war das hier wirklich ein sehr, sehr schönes Race. Das hat genau das eingehalten, was ich mir davon versprochen habe. Zwei sehr, sehr starke Runner gegeneinander. Bisschen divergent auch und trotzdem so close. Das ist eigentlich genau das, was du von Random möchtest. Das hätte hier jeder gewinnen können. Jeder hat hier so seine kleinen Fehlerchen, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, gemacht. Wobei man das von Random halt auch immer schwierig sagen kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es gab so Situation, die das Spiel einfach hätten ändern können. Und das ist doch schön. Ja. Ach, ich war mit meinem Hyrule Castle extrem unzufrieden. Weil die Waffe, ja gut, aber du hast ja danach die Handschuhe gekriegt. Und dadurch, dass die Karte im Dark Cross lag, warst du vielleicht sogar ein klein bisschen schneller, wer weiß. Ja, ich habe das nicht mal bei Dan gesagt. Wenn ich 3 Items da vorne finde, dann gehe ich auch gar nicht erst zum Dark Cross. Irgendwo werden die Handschuhe ja schon auftauchen. Ja. Okay. Hast du viel Spiel gelaufen? Naja, egal. ich hatte gerade noch eine Frage, die mir kurz in den Kopf gekommen ist. Ich habe sie wieder vergessen. Ist auch egal. Ich glaube, wir haben eh schon genug über den Seed gequatscht. Wie Ravis eben schon sagte, wir haben hier auf diesem Stream jetzt gleich Saber gegen Ozora 90. Und da macht Maxanthalos das Commentary, und zwar mit Buddhist Man. Tracken wird da Ruck. Also, du kannst, glaube ich, einfach direkt hier bleiben, Maxanthalos.
Okay. Vielen Dank auf jeden Fall hier an die ganze Crew, Karte fürs Aufsetzen, Innovation fürs Tracken, Ravis, vielen, vielen lieben Dank fürs Co-Kommentieren, hat super viel Spaß gemacht und natürlich an die Runner. Und gerne von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, danke natürlich nochmal an den Chat, der auch so fleißig dabei war, und GGs an die Runner. Und ja, bleibt dran. Also macht's gut.